Schönen Dank. Meine Damen und Herren, es sollen sich also 30 Minuten ein bisschen unterhalten, aber denken Sie daran, wir haben heute nicht Sonntag, es gibt keine Sonntagsrede, wir haben Dienstag und das ist ein Dienstag und deswegen gibt es auch eine Arbeitsrede mehr oder weniger. Schauen wir mal, was so im Wirtschaftsraum Innenstadt ist. Das ist den Inhalt, erstmal ein bisschen Situation, dann kommen ein paar Strategieansätze und ein kurzes Fazit. Versuchen Sie nicht großartig mitzuschreiben, Sie werden es nicht schaffen, ich habe zu viel dafür und zu viele Bilder. Wenn Sie es gerne haben möchten, geben Sie mir Ihre Visitenkarte, mail ich Ihnen den Vortrag hinterher zu. Meine Damen und Herren, man sagt, wir wären in einer neuen industriellen Revolution, die etwas anders ist als bisher, und das war die Mechanisierung, die Massenfertigung, und dann kam die Automatisierung, heute geht es um die Digitalisierung, und manche werden sagen, was ist das denn schon wieder? Das kann man mal ganz einfach so zusammenfassen. Von bestimmten Firmen, wenn Sie Facebook nehmen, das ist die größte Newsmaschine der Welt, und sie produziert selbst überhaupt keine Inhalte. Oder Sie nehmen Uber, ist das größte Taxiunternehmen der Welt, die besitzen überhaupt kein einziges Auto. Airbnb ist der größte Bettenvermieter der Welt und hat kein einziges Hotel. Alibaba ist der größte Händler der Welt, hat kein einziges Lager. Und Google ist das größte Verzeichnisdienst und ist mehr wert als die Firmen, die es drin verzeichnet. Alle machen irgendwas, verdienen, Entschuldigung, Schweinegeld oder machen Riesenverluste wie Uber. Aber es bringt ein völlig anderes Modell und das verändert die Welt, den Handel, die Wirtschaft generell. Das kann man mal ein bisschen auch mal so in einen Zeitlauf betrachten. Wir kommen aus der Agrarkultur, da spielte der Bauer als Naturproduzent eine große Rolle. Er brachte das zu den Leuten, man holte es bei ihm ab. Dann kam danach die industrielle Kultur, da war der Händler wichtig, der verkaufte das, was die Industrie produziert hatte. Und dann kommen wir in die spätindustrielle Kultur, da geht es um Dienstleistungen, da brauchen wir ganz andere, so Provider und so Arrangeure und Ähnliches. Ja, und dann kommt das Wissensalter, da machen wir das per Internet mit Mittlern, die einfach hin und her schicken, wie Google, ja. Und plötzlich kommt vielleicht in Zukunft sowas wie eine Dream Society, man stellt sich vor, was man gerne hätte, täte, würde. Vielleicht klappt's ja auch und dann wollen wir uns persönlich inszenieren oder was auch immer, meine Damen und Herren. Das Entscheidende ist, wir kommen von einer Warenorientierung. Es ging früher um Ware und in Zukunft geht es um Dienstleistungen. Und wenn Sie heute mal gucken, wofür Sie Ihr Geld ausgeben, dann werden Sie feststellen, meine Damen und Herren, Sie geben mittlerweile im Durchschnitt 54% Ihres gesamten Geldes für Dienstleistungen aus. Sie ärgern sich über Ihren Nachbarn, dann brauchen Sie einen Rechtsanwalt. Sie haben einen Zahnschmerz, gehen Sie zum Zahnarzt. Und wenn Ihnen das hier alles stinkt, dann packen Sie einen Koffer, hauen ab, machen Urlaub. Alles das nennt man Dienstleistungen, meine Damen und Herren. Und dafür geben Sie mehr aus als im Handel und im Handwerk. Ja? Was kann man dazu sagen? Der Altkanzler Schmidt hat einmal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich werde heute sagen, wer keine hat, der hat verloren. Der hat die Zukunft schon verspielt, meine Damen und Herren. Okay, was haben wir für eine Situation? Um 1800 wurde die Dampfmaschine erfunden und die Baumwollspinnereimaschine. Man konnte die ersten Konsumgüter maschinell herstellen, nämlich Stoff und damit Kleidung. War sehr teuer, konnten sich nur wenige leisten. Um 1900 kam das Bürgertum hoch, überall in Europa. Ja, die wilhelminische Zeit in England wurde dann die erste Pauschalreise erfunden, nämlich Thomas Cook an den Nil. War halbwegs teuer, nicht mehr ganz so teuer wie vorher. Dann kam nach 1950, der Krieg war zu Ende, aber dann hieß es nie wieder Krieg. Entschuldigung, müssen die Massen zufriedenstellen, die brauchen Massenkonsum, damit die nicht wieder auf scheiß Ideen kommen. Es war sehr preiswert im Prinzip. Und danach kam eine Zeit, dass die ersten Leute zu Geld kamen in den 60er, 70er Jahren und sagten, ich bin doch nicht Masse. Ich möchte mich differenzieren, ich möchte mich absetzen. Dann kamen die nächsten Sachen, ich bin doch nicht mal, ich setze mich nicht nur ab, ich habe Überdruss. Ich mache Luxese, Luxus in Askese. Ich trage keine Breitling-Uhr, keine, was weiß ich, nehme eine lange Uhr, die kostet als fünffach, aber nur diejenigen, die wissen, was es ist, merken, was ich habe. Ja? Und dann kommt plötzlich eine Zeit, wir stellen fest, die Leute werden immer älter, sie haben ihre Kinder aus dem Haus, das Haus steht dann noch und es ist abbezahlt, sie haben einfach Geld. Und dann sagen die, okay, was mache ich jetzt? Ich möchte es gern bequem haben, schön haben, netter haben, schneller haben. Das Ganze nennt man dann Convenience. Und so haben wir heute eine Kultur, wo es geht, mach's mir so, wie ich es gern hätte, lieber Händler oder lieber Handwerker, und nicht, was du da im Regal stehlen hast, soll ich auch noch kaufen. Sieh zu, wie du es los wirst, nur nicht bei mir. Das nennt man dann Convenience. Nur leider gibt es eine jede Menge Leute, die sagen, kann ich nicht mithalten. Ich bin Hartz IV, ich bin gerade zugewandert, ich habe dieses, habe jenes, bin krank geworden, habe nicht genügend Rente anzahlen können. Die haben einfach wenig Geld. Und diese gesellschaftliche Spaltung, die ist da, die ist nicht wegzudiskutieren. Und darum haben wir auch brauchen wir immer noch einen preiswerten Konsum. Und eine Stadt, die nur auf Luxus setzt, hat verloren.
Es sei denn, es wohnen nur Millionäre, so am Starnberger See. Da kann man das machen. Ja? Okay, meine Damen und Herren, ganz wichtig, was ich vorhin gesagt habe, wir haben diese Konsolidierung des Warenkonsums. In den 60er Jahren wurden 80% alles dessen, was man verdient hatte, für Waren ausgegeben. Heute sind es nicht mal mehr 30%, meine Damen und Herren. Das Geld geht einmal halt in Dienstleistungen hinein. Und darum muss die Innenstadt weniger Ware anbieten, mehr ganz andere Leistungen, damit die Leute kommen, weil sie sagen, das kriege ich auch woanders ein bisschen Ware. Ja? Und wenn ich dienen will, der muss einfach mal die Kresse halten. Ne? Okay, meine Damen und Herren. Dann haben wir den Kampf um die Verbrauchsausgaben. Früher hieß es, wenn ich eine Klamotten kaufe, dann gehe ich halt in einen Bekleidungsladen. Oder wenn ich Möbel kaufe, gehe ich in einen Möbelladen. Aber heute haben wir die Idee, ich kaufe mir ein neues Auto, Möbel kann warten 3 Jahre. Oder ich kaufe mir dieses und jenes, dann mache ich was anderes. Da haben wir nicht mehr nur einen Innerbranchenwettbewerb, sondern einen Wettbewerb, eine Branche gegen die anderen, um das Geld. Denn wir haben jetzt die letzten 3 Jahre mal Glück gehabt, dass die Einkommen mehr stiegen als die Inflationsrate. Aber von 1991 bis 2010 ist das Einkommen in Deutschland netto real nicht gestiegen, sondern gesunken. Wir haben jetzt nur 5 Jahre Luft holen gehabt. Und schauen wir mal, was die nächsten 5 Jahre uns bringen, ob es so bleibt. Ja, Sie wissen, dass gerade wieder von Krisen geredet wird. Also haben wir einen Innerbranchenwettbewerb, dann haben wir den technischen Wettbewerb. Ist das Internet gekommen, ist eine neue Technologie und ich kann damit einkaufen. Ja, dann kommt die Industrie und sagt, was für ein Käse, der Handel kann das gar nicht, ich mache das selber. Nehmen Sie Firmen wie Gary Weber, die sagen, ich verkaufe meine Klamotten selber. Auch Sie haben einen Gary Weber Laden. Sind zwar gerade ein bisschen pleite gegangen, aber lange Zeit hat es gut gegangen. Ja, und dann im Internet kann ich im Ausland bestellen. Ich muss nicht in Deutschland bestellen, das Zeug kommt trotzdem an. Ja? Und dann habe ich dieses, nennt man Systemwettbewerb. Früher hat eine Firma Meier gegen eine Firma Müller gekämpft. Dann kam eine Dritte dazu, dann kamen plötzlich die Filialisten und eroberten die Städte. Dann kamen die Franchiser, dann kommt die Industrie und sagt, wir machen das selber. Alles nennt man das Systeme. Und diese Systeme kämpfen plötzlich gegeneinander. Franchise-System A gegen Franchise-System B, gegen Verbundgruppe C und so weiter. Wer alleine arbeitet im Handel, im Handwerk, hat Riesenprobleme, weil er die Kosten nicht runterkriegt, weil er nicht das richtige Marketing machen kann, weil es für ihn einfach zu teuer wird. Also wir haben einen absoluten Verdrängungswille in der Stadt, nicht nur in der Stadt, sondern im Handel, überhaupt in anderen Bereichen. Und es kommt was dazu, werden Sie auch gemerkt haben, es wurde ja gebaut. Sie haben vorhin auch gesprochen vom Bauen, aber Sie haben ja Ihr Interirdisches gemeint wahrscheinlich. Es wurde gebaut. Nicht? Wenn der Handel keinen Kunden kriegt, was macht er? Baut er neu, vielleicht kommt er gar dann. Und so haben wir das jahrelang gemacht und von 1992, 2 Jahre nach der Wiedervereinigung, bis 2012 ist der Handel in Deutschland um ganze 12% netto real gestiegen. Aber die Verkaufsfläche des Handels um 47%. Meine Damen und Herren, wir haben 1/3 heiße Luft im deutschen Einzelhandel. Und diese Luft geht raus. Pff. Ja? Sie haben die Namen alle im Kopf, wer das so ist. Ein paar sind schon weg, ein paar haben fusioniert, ein paar wackeln. Ja, und manche kennt man schon gar nicht mehr. Das ist alles das Drittel, was zu viel ist. Ja? Das ist das, was ich gesagt habe, die Systeme. Wer alleine arbeitet im Handel, hat immer weniger Anteil. Wenn man kooperiert, kann man sich halten. Aber wenn man in Systeme hineingeht, hat man in der Regel Absatzsteigerung. Die Frage ist, ob man das will, weil System heißt, ich gebe einen Teil meiner Selbstständigkeit auf. Ja? Das heißt im Grunde genommen, gemeinsam überlegen, statt alleine überlegen. Aber ein bisschen Narrenfreiheit sollte man vielleicht doch in Zukunft mal aufgeben wollen, meine Damen und Herren. Und dann kommt eben das Neue, der digitale Handel. 1984, 85, ich weiß nicht ganz genau, wurde das Thema Internet erfunden. Noch nicht das Web, das kam dann danach, nach der 90er Jahre. Irgendwann kam einer auf die Idee, man kann darüber ja auch einkaufen, nicht nur Informationen verschicken. Und dann kam ein gewisser Herr Bezos aus USA, damals Angestellter bei einer kleinen Softwarefirma, meinte, oh, ich könnte doch mal Bücher verkaufen damit nach Feierabend, weil das so schön ist. Ja? Und siehe da, daraus entstand dann Amazon, heute einer der weltweit größten Händler überhaupt. Nur das Ganze lief so ganz langsam vor sich hin. Bis 2010 war das im Grunde genommen so ein Witz. Nicht? Wenn man jeden Händler darauf ansprach, sagt er, ach, ist nichts für mich, soll meine Tochter machen, mein Sohn, wenn die mal das Ruder übernommen haben. Was daraus geworden ist, wissen wir alle, macht den Rest nämlich pleite. Ja? Meine Damen und Herren, das geht drauf wie ein Hockeystick nach oben.
Das wird noch, ist noch nicht der Ende, das Ende erreicht, meine Damen und Herren. Im stationären Non-Food-Einzelhandel ohne Lebensmittel sinkt der Handelsumsatz bereits, weil der Internethandel ihn verdrängt. Trotzdem, meine Damen und Herren, das ist ganz wichtig. Verdienen tun da nur ganz wenige. Amazon verdient schon, zwar nicht viel, aber warum? Weil die ihr Geld, was sie als Verdienst ausweisen könnten, in andere Dinge reinstecken. Ja, sie wollen einfach Märkte erobern. Ja. Machen Sie keinen E-Commerce, meine Damen und Herren, verlieren Sie den Umsatz an den Online-Handel. Machen Sie E-Commerce, kann ich Ihnen gleich sagen, verlieren Sie Ihr Geld auf direktem Wege. Nämlich im Orkus des Wettbewerbs. Was sollen Sie machen? Ich kann es Ihnen nicht sagen, hängt von der Situation ab. Wer zuerst kam, hat natürlich schon Glück. Aber warum das Ganze? Es ist nicht Amazon, die Sie fertig machen. Es sind die Verbraucher. Denn wenn Sie mal die Leute fragen, wo kaufst du denn am liebsten ein? Dann sagt immer noch die Mehrheit der Bevölkerung am liebsten im stationären Handel. Aber wenn Sie die Jüngeren nehmen, dann sind noch nicht mal mehr 10%. Und die sagen nämlich schon zu 26%, ich bin begeisterter Onliner, aber am liebsten so beides. Zwei Drittel sagen das, meine Damen und Herren. Und das ist leider die Zukunft. Oder vielleicht Gott sei Dank, in welcher Warte man die ganze Sache sich anschaut. Ja? Also der Mensch kommt vom Affen, hat den Höhepunkt erreicht und wird zum PC-Affen. Das Ganze nennt man der Lebenszyklus. Ja? Okay. Und wir sind die Konsumalternative in der Zukunft. Ja, die Menschen wollen entweder Geld sparen, sie wollen Zeit sparen, es bequem haben, oder sie wollen was erleben und genießen. Diese drei Dinge. Am besten alle drei zusammen. Ne? Viel genießen, ganz bequem und nichts dafür bezahlen. Und manche meinen ja, das könnten sie auch noch versprechen. Haben die Warenhäuser ungefähr 30 Jahre versucht und haben damit nur gemacht. Ja? Meine Damen und Herren, der Handel der Zukunft wird auch in der Innenstadt stattfinden, aber nicht nur. Er wird mehr bieten müssen, der Handel der Innenstadt, um in Zukunft überleben zu können. Sonst werden nämlich die Immobilien, in denen der sitzt, nichts mehr wert sein. Das ist eine Frage auch des Immobilienwertes, was in einer Immobilie passiert. Und wenn man das erkennt, das ist mein komplizierteste Chart, die ich habe, ganz einfach, auch ein Lebenszyklusmodell. Der Mensch kommt und geht, also zwischendurch hat er seinen Höhepunkt erreicht, welchen denn auch immer. Der Handel hat das genauso. Er kommt, fängt an mit einem neuen Zyklus und verschwindet irgendwann. Das machen Firmen, aber auch ganze Handelstypen. Und wenn Sie heute mal schauen in die Landschaft, die Warenhäuser haben Probleme, die großen Textilkaufhäuser haben Probleme, viele Möbelkaufhäuser haben Probleme, alles die in Riesenmengen, große Riesenmengen auf Riesenflächen nur Ware anbieten, die haben die Probleme. Das sind die reinen warenorientierten Unternehmen. Da kommen ganz andere neu, die machen Teleshopping, die machen Internet oder sie haben so eine Idee wie Franchise, die haben einfach ein Konzept wie IKEA, die sagen, wohnst du noch oder lebst du schon? Die verkaufen nicht mehr Möbel, nee, die verkaufen das Wohnen im Rahmen des Lebens. Ja? Und plötzlich steckt da ein Konzept hinter dir, eine Idee. Diese Leute, die sind im Kommen. Alle die, die nur an Ware denken, haben verloren. Das kann das Internet einfach besser. Das ist das Unpersönlichste überhaupt, eine Ware durch die Gegend zu verschippern. Ja? Also, meine Damen und Herren, nicht jeder wird es schaffen. Ne? Was haben wir für eine generelle Entwicklung? Alles wird digitalisiert werden, was digitalisiert werden kann. Der Handelsumsatz steigt in Zukunft nur noch gering. Wir werden deswegen sehr viele kleinere Geschäfte bekommen. In Holland ist das schon ganz, ganz stark feststellbar, dass die großen Firmen mit aus ihren 5.000 Quadratmeter Läden 2.000 Quadratmeter machen, den Rest untervermieten. Den Rest haben sie nämlich auf dem Laptop und dem Bildschirm und sagen, schicke ich dir heute Abend nach Hause. Ja? Wir haben eine Durchmischung der Angebote in Zukunft mehr. Handel, Dienstleistung, Service, Unterhaltung. Und es geht nur noch sehr wenig ohne Kooperation. Wer soll das alles alleine machen? Ja? Rabatte, Boni sind gefragt. Dafür brauchen wir Kundenkarten. Aber nicht jeder eine von einer anderen Firma. Noch ein paar, noch ein bisschen. Und man weiß gar nicht, wohin damit. Sondern gemeinsame regionale Kundenkarten, stadtbezogene Karten, wie auch immer. Das Entscheidende ist, Emotionen sind gesucht in Zukunft, meine Damen und Herren. Der Handel wird und auch Handwerker werden nur mit Emotionen überleben können. Emotionen ist das, was dem Kunden sagt, es ist mir mehr wert als der Preis, den ich so gerne hätte. Wenn es mir nämlich Spaß macht, dahin zu gehen, dann darf es auch 5% oder wie viel auch immer mehr kosten, meine Damen und Herren. Ich weiß ja nicht, wie es in Ulm ist, vielleicht das ist Ihre Position, geht mich ja nichts an, die anderen sollen absaufen, ich nicht. Ne? So ein bisschen über die Donau rüber oder wie auch immer.
Strategieansätze, meine Damen und Herren. Was macht eine Innenstadt attraktiv? Es sind natürlich die Einkaufsmöglichkeiten, aber es sind die Gastronomie, es sind Dienstleistungen, öffentliches Grün, Atmosphäre und jede Menge verschiedene Dinge. Das Thema Parkmöglichkeiten steht nicht an erster Stelle. Ja? Es ist nur wichtig. Was kann man für Strategien machen, meine Damen und Herren? Wir brauchen ein City-Management, ein Konzept, das muss organisiert werden. Jetzt könnte ich Ihnen das alles vorlesen, tue ich mal nicht. Das Entscheidende ist, Atmosphäre und Lebensqualität in der Stadt muss geschaffen werden. Dafür müssen die vernünftigen Ziele gesetzt werden. Es muss besser gestaltet werden. Es muss alles gebündelt werden. Es muss nicht mehr eingesetzt werden und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht alles im Detail vorlesen. Wie gesagt, wenn Sie Interesse an den Charts haben, geben Sie mir Ihre Karte. Ich mail Ihnen das alles zu. Wir brauchen deswegen ein Stadtmarketing. Nur Stadtmarketing heißt nicht Einkaufsmarketing. Das heißt Standortmarketing, Tourismusmarketing, Eventmarketing, Citymarketing, Verwaltungsmarketing. Und das Ganze für die Stadt plus auch für die Vororte und Stadtteile, wenn eine Stadt, eine Kommune insgesamt leben will. Denn auch die wollen nicht jeden Tag in die Innenstadt fahren zum Einkaufen. Der City-Manager hat eine blöde Position, ne? Die Stadtverwaltung sagt, nö, wir haben kein Geld, der Handel, der will auch noch leben. Und die Eigentümer sagen, ich nehme sowieso alles. Ne? Nicht die Eigentümer und auch die Kunden. Ja? Möglichst wenig bezahlen und so weiter. Okay, was haben wir da? Was hat das für Konsequenzen für Kommunen? Nehmen wir es mal einfach mal Kommunen und die Städte. Die Verwaltungsaufgaben sollten mehr in die Läden verlegt werden. Das können Läden auch. Die Verwaltungsgebäude sollten Handel integrieren. Dann können sie noch Mieten einnehmen. Aufbau von Homepages und Landingpages der Kommunen und Social Media dahinter stehen. Das Gemeinschaftscharakter aufbauen. Kooperative, gemeinsame Internetkonzepte anregen und den Showrooms lancieren statt Ladenleerstand. Wo ein Laden leer ist, muss was anderes rein, nur zum schön aussehen. Mehr Dienstleistung, Entertainment, gekoppelt mit Handel. Aufenthaltsqualität entsteht nur so. Dann kann man Spezialzentren bauen, nicht Einkaufszentren, sondern Dienstleistungszentren, Gesundheitszentren. Was ein Dienstleistungszentrum ist, kommen wir gleich noch zu. Agglomerationen fördern, eine Angebotsballung. Wenn wir drei Textilien auf einen Haufen packen, gehen da mehr Leute hin als dreimal so viel für Leute, die irgendwo einzeln ihr Geschäft haben. Weil sie wissen, da kriegen sie auch alles, was sie brauchen. Mobilität statt autogerechte Innenstadt, was auch immer das heißt, wir hören da nachher noch einen extra Vortrag drüber. Und dann vielleicht Business Improvement Districts aufbauen, das heißt, dass sich die Händler, die Immobilienbesitzer, die Verwaltungen zusammentun und sagen, wie können wir eine Region, wo es nicht so funktioniert, nach oben kriegen. Das Ganze geht nur mit einem Stadtmanagement, das ein integriertes Internetmanagement hat, meine Damen und Herren. Und das heißt für mich, Initiativen ergreifen. Dazu gehört zum Beispiel ein ständiger Innovationsausschuss. Was ist zu machen? Was ist zu tun? Was steht an? Heute, morgen, in diesem Jahr, in den nächsten 5 Jahren. Ja? Seien Sie ein bisschen schneller als der Tsunami, der kommt sowieso. Die Kernkompetenz von Handel, Gewerbe und Handel ist was? Die Lösung der Probleme der Bürger, der Kunden. Und nicht denen zu sagen, hier heißt die Schalterzeit, da kannst du kommen und dein Auto anmelden. Und wenn du fertig bist, hau bitte wieder ab, wir brauchen noch den Platz woanders für. Ja? Ware, Dienstleistung, Service, Information, Beratung, After-Sales-Services. Ja? Und dann das ganze Thema Nutzen statt Besitzen. Meine Damen und Herren, wenn Sie schwimmen wollen, kaufen Sie doch kein Schwimmbad, sondern eine Eintrittskarte. Ja, mit Normalbürger jedenfalls. Wenn man ein bisschen mehr haben, können Sie sich auch ein Schwimmbad kaufen vielleicht. Das heißt, das Thema Carsharing wird wichtiger. Aber Rollersharing, Fahrradsharing, all diese Dinge. Nun haben Sie leider das Problem, dass Sie nur 120.000, 130.000 Einwohner haben. Schießen damit haarscharf an der Million vorbei. Zurzeit machen die Firmen das alle nur in Millionenstädten. Aber Sie kommen auch irgendwann dran. Vielleicht können Sie was dafür tun, dass Sie kommen. Meine Damen und Herren, was ist ein Dienstleistungscenter? Das sind, wo das alles zusammengeballt wird. Oh mein Gott, es will so viel. Nein, das ist ja nur Annahme. Da brauchen nur 3 Leute sitzen, die alle diese Leistungen anbieten. Und dahinter stehen die Handwerker, die dann die Aufträge kriegen. Sonst passiert nämlich demnächst was ganz anderes, wenn es sowas nicht gibt. Dann gehen die Kunden jetzt morgens zum Aldi zum Einkaufen, geben ihre Visitenkarte ab und sagen, mein Wasserhahn tropft, organisieren Sie bitte den Handwerker. Macht Aldi, des Abends kriegen Sie einen Anruf, wann kann ich denn kommen von einem Handwerker und Aldi kriegt dafür 5 oder 10%. Ja? Wenn Sie als Händler sich sowas integrieren bei sich, das wird kommen. Ja? Oder wir brauchen mal so
City-Nachbarschaftsläden. Wo kann man denn bei Ihnen noch einen Nagel kaufen oder einen Hammer? Im Baumarkt, auf der grünen Wiese, 10 Kilometer fahren mit dem 7er BMW, kostet mehr als der Hammer und die drei Nägel. Weil es kein Eisenbahn-Hausradgeschäft mehr gibt. Also müssen wir neue Sortimente kombinieren, Dinge zusammenfassen. Es passt doch gar nicht zusammen. Doch, es passt zusammen. Nämlich hingehen, mitnehmen, bezahlen, abhauen. Ne? Also Drogerieartikel, Photoshop, reparieren, renovieren, kleines Werkzeug, technischer Haushaltsbedarf, ja? Papierbüro, Schreibwaren, Geschenkartikel, daran soll ein Dienstleistungszentrum andocken und Click und Collect für Paketstationen und Pakete aus dem Internet. Und schon brummt so ein Laden. Ja? Gibt's nur noch nicht, nur sowas Ähnliches. Im Ausland heißt das denn sowas 7-Eleven und ähnliche Dinge, die es aber in Deutschland nicht gibt. Wir brauchen Convenience-Aspekte. Bequemlichkeit, habe ich vorhin gesagt. Was heißt das für Stadt und Handel? Großzügige Parkplätze in der Nähe, Sitzgelegenheit auch bei den Ruhezonen in der Stadt. Man muss sich hinsetzen können. Es gibt, Sie haben es schon mal hart formuliert, schönen Fußboden, schön flach und kein Kopfsteinpflaster. Ich finde, Kopfsteinpflaster sieht gut aus, aber gehen Sie mal als 65-jährige Frau, die doch was auf sich hält, einen halbwegs hohen Absatz hat, darüber, dann wissen Sie genau, um das ganz große Scheiße ist, Städten mit Kopfsteinpflaster zu belegen. Ja? Erfrischungen, Getränkeautomaten, Getränkebrunnen in der Stadt, detaillierte Erläuterungen bei den Produkten im Handel, bei den Gebäuden in der Stadt, klare Kennzeichnung der Wege, Visual Merchandising. Dann ein ganz wichtiges Ding, das heißt Digital Signage, das zeige ich Ihnen, glaube ich, damit meine. Digitale Signaturen, digital zeigen, Anschlagstafel, was, wo, wie ist. Ja? Dienstleistungen, Service, Geräteverleih, Carsharing, Fahrradverleih, Lieferservices, zusammen aufbauen im Handel. Interessante Randsortimente in den Angebotskern mit hineinpacken, dass Leute sagen, ich muss ja woanders wieder hingehen. Schnellkassen und vor allen Dingen, meine Damen und Herren, im Handel, bitte akzeptieren Sie auch mal langsam, aber sicher Kreditkarten. Ja, in den USA kaufen Sie Schachtel Zigaretten mit Kreditkarten, wenn Sie rauchen. Und hier heißt es, ja, aber haben Sie nicht keine EC-Karte? Nee, ich will die Meilen von der Lufthansa haben, damit ich gerne mit der Kreditkarte bezahlen. Wenn Sie nicht wollen, gehe ich zum Nächsten, der hat das. So denken viele. Meine Damen und Herren, da gibt es Convenience-Läden hier von Rewe, Rewe to go und sowas. Das sind solche neuen Läden. Und denken Sie daran, in Zukunft geht es darum, nicht Standort, Preis und so weiter aufzugeben. Nein, da kommt was dazu. Das ist das Thema Emotion, Emotionalisierung. Und worauf basiert Emotionalisierung? Auf Faszination. Und worauf Faszination? Auf Provokation. Positive Provokation. Und was ich eben mit Ihnen hier mache, die ganze Zeit, Sie nur zu provozieren, damit Sie aufpassen und hier bleiben und nicht rausrennen. Ja? Das müssen Sie im Handel auch machen. So, und dann können Sie emotionale Ideen haben, die thematisieren. Sie machen ein Thema, ein Zeitmanagement draus, packen da ein bisschen Dienstleistung, so Gastronomie und schon kommen Sie zu Erlebnishandel und Lifestyle einer Stadt. Weil so einfach geht es nicht, wie in 5 Minuten aufgezeigt. Ist schon ein bisschen jahrelange Prozesse dahinter, aber das ist der Weg dahin, meine Damen und Herren. Und was heißt Emotionalisierung einer Stadt? Zum Beispiel Integration von Kunst im öffentlichen Raum, Architektur, Altertümer, Atmosphäre aufbauen, ja? Grünflächen, atmende Flächen, Vertical Gardening zeige ich Ihnen gleich, Convenience, Entspannung, Sitzen, Trinken, Essen, Quatschen, ja? Mehr Außengastronomie, Cafés, Weinstuben, Biergärten, Dienstleistungen, Services, Informationen, Location-Based Services durch Beacon Digital Signage, da kommen wir gleich zu. Kultur, Unterhaltung, Bespaßung, Überraschung, Events, Märkte, Feste, Festivals und wie auch immer. Ja, Aktivitäten mit den Bürgern, Wettbewerber machen, Guerilla-Marketing mit Pop-Up-Stores und ähnliches, Home- und Landingpage mit Social Media und das Ganze heißt Content, nämlich Material liefern. Der Mensch will was zu futtern haben, nicht zu essen und mit den Augen und zu lesen und zu hören und zu sehen. Das muss alles aufgebaut werden. Können Sie nicht alleine als Stadt, kann man übrigens, eine ganz wichtige Vorrede war gewesen von Ihnen, das Rad muss nicht neu erfunden werden, das gibt's alle schon irgendwo. Sie können doch von hier, können Sie doch was klauen, was oben in Braunschweig passiert. Wann ist denn schon mal in Braunschweig? Ihr sagt, habe ich schon zu Hause gegeben. Wenn ja, tut es doch mal nichts gut, ihr kommt am nächsten Tag nicht mehr. Sie können doch von denen die Ideen übernehmen und umgekehrt, meine Damen und Herren. Das heißt Vertical Gardening, ne? Das sieht einfach schön aus. Ja? Oder sowas hier aus Mailand, meine Damen und Herren. Das sind Leuchtturmprojekte, wo man sagt, da muss ich doch mal hinkommen, das mal angucken, wie das aussieht. Ja? Dann braucht man WLAN in einer Stadt. Der Mensch will auf dem Handy gucken. Jetzt will ich mir nichts Böses sagen. Vielleicht tut es jemand weh. Ich war ja eben im Motel. Die haben da WLAN.
Ich habe es abgestellt, weil es mit LTE und 3G von der Telekom schneller ging. Das war sowas von lahmarschig, das braucht keiner. Ja? Beacon, das sind so kleine komische Döschen, die schenken im Nierbereich Informationen ab. Man muss natürlich nur die entsprechende App haben. Aber wenn man in Ulm ist, als vielleicht sogar mal als Tourist will man haben, dann holt man sich die App, kann man sich downloaden, kriegt man erzählt, da ist das, da ist das, da kannst du das machen, da kriegst du sogar 5%, wenn du da hingehst und so weiter und so fort. Informationen liefern, dann Digital Signage, Informationsstelen, die können sogar individualisiert werden, wenn man da hinkommt, so eine App hat. Da kann man aber laufend andere Informationen geben. Im Handel kann man das auch nutzen, indem man einfach Schaufenster macht, auf denen man am Wochenende sogar was sehen kann, nicht nur das, was da gerade reingestellt ist, und vielleicht sogar kaufen kann in Zukunft. Ja? Dann kann man mit so einem Ding Alexa von Amazon Informationen liefern bis zur Vergasung. Kann man in Städten aufbauen. Ja? Man kann eine City-Card machen oder man kann sagen, hey, dann mach du deine eigene Karte. Nein, besser alle zusammen, damit die Leute in der Stadt ihre Punkte sammeln und nicht bei Payback auch in München die Punkte kriegen. Hilft ihnen doch nichts. Ja? Und das heißt, Kooperation alleine werden Sie nicht viel bewegen können, meine Damen und Herren. Sie müssen sich da ein bisschen mehr anstrengen. So, und was heißt Kooperation, Vorschläge für Stadt und Handel? Gemeinsame Homepage, E-Commerce, Auslieferung gemeinsam machen, Dienstleistungen, Service gemeinsam entwickeln, wie Fahrdienste für Senioren, Sortimentslücken gemeinsam überlegen, was ist da, was fehlt, dass das hinkommt, Leerstände gemeinsam auffüllen, eigener gemeinsamer Informationsdienst aufbauen, ein Wir-Gefühl, regionales betonen, gemeinsame Aktivitäten entwickeln für Bürger mit Reisen, Vortragsabenden und so weiter, ständigen Informationsausschuss, gemeinsame Kundenkarten, aus dem ganzen Dingen Gewerbe, Handel, Dienst an Ulm eine Marke machen, dass die auch noch von mir aus in Ravensburg sagen, Ulm ist doch schön, auch wenn wir es auch zu Hause schön haben, aber wenigstens mal gucken kann sich doch lohnen, ne? So wie verloben, mal probieren, ne? Meine Damen und Herren, dann gibt es das Thema ganz City-Verbundplattformen, Internet. Alle Händler zusammen, jeder ist einzeln drauf. Es wird gemeinsam geworben und die Händler liefern. Dann ist nur das Problem, haben wir gleiche Preise oder nicht. Auf jeden Fall, solche Dinge in dieser Form müssen gemacht werden in Zukunft. Warum eine Marke, meine Damen und Herren, was ich gerade zum Schluss gesagt habe? Marke heißt nichts anderes. Das kennst du doch, das war doch gut damals. Können wir doch wieder kaufen, können wir doch wieder machen. Marke hilft der Erinnerung. Und warum ist das so wichtig, meine Damen und Herren? Um 1900, ist lang her, hatten wir in Deutschland drei Möglichkeiten, Werbung zu machen. Die Zeitung, die Illustrierte und die Litfaßsäule. Dann kam die Großfläche, es kam das Kino, es kam das Plakat, es kam das Radio, es kam das Fernsehen, es kam das Internet und nichts ist davon verschwunden. Es ist alles noch da. Sie können alles noch weitermachen. Das heißt, die Werbeetat werden heute auf 750 verschiedene Dinge verteilt. Der Kunde sagt, na, habe ich schon mal gesehen, den Film hier im Fernsehen. Von wem war der noch? Habe ich alles vergessen. Weil sie einfach Überflutung haben. Darum brauchen sie Marke. Und Marke, meine Damen und Herren, heißt nicht die Industriemarke, sondern sie sind eine Marke. Sie unterscheiden sich von jemand anderes. Und das muss auch die Stadt Ulm schaffen. Und das geht nur gemeinsam. Und in der Stadtverwaltung können Sie auch nicht zu viel aufhalten, meine Damen. Wenn Sie meinen, dass ich Ihnen Käse erzählt habe, sagen Sie eben, nee, kalter Kaffee, das geht so nicht. Haben wir noch nie so gemacht, das ist viel zu kompliziert. Ja, und wenn Sie mehr wissen wollen auf meine Homepage, können Sie mal downloaden. Ansonsten sage ich nur, ich bin keine eierlegende Wollmilchsau, aber ich habe mir Mühe gegeben, Ihnen was zu erzählen. Dankeschön. Tja, ich habe nicht überzogen. Heigert, wunderbar, Sie haben nicht überzogen. Das war ein Ritt durch die Handelswelt. Ich bin noch etwas sprachlos. Sowas kann nur ein Kölner, das haben Sie wahrscheinlich alle gehört. Diplomkaufmann Ulrich Eckhardt kommt aus Köln. War da zwei. Ist aber kein Kölner. Ist aber kein Kölner. In Köln heißt das Immi, ein Imitierter. Okay, wie auch immer. Jedenfalls hat er 32 Jahre dort bei der BBE Unternehmensberatung Gruppe gearbeitet. Ich glaube 17 oder 13 Jahre als Geschäftsführer. Und ist seit 2007 selbstständig. Und dass er das erprobt hat, aufzudrehen, das haben wir eben gehört. Es ist sehr schwierig, aus dieser Fülle irgendetwas herauszugreifen. Ich habe mir trotzdem ein kleines Begriffspaar notiert, Herr Eckhardt. Benutzen, nützen statt besitzen.
ist das, sag mal, was verrutscht da? Früher, vor ein Schwaben war es früher völlig normal, als 18-Jähriger hat man ein eigenes Auto gekauft. Und so geht es weiter bis heute. So, wenn Sie heute schauen, die 18-Jährigen kaufen sich kein Auto mehr. Heißt, für den Handel? Er kann es nicht verkaufen. Gerade das Auto ist das beste Beispiel. Auto war des Deutschen liebstes Kind. Ist in gewisser Weise ja heute noch. Aber die jungen Leute kaufen sich keins mehr. Die machen andere Dinge. Viel lieber. Auf jeden Fall wollen sie ein Handy haben, wollen einen Laptop haben und dies, das und jenes haben. Also Internetverbundenheit. Und solche Dinge haben wir mehr. Und deswegen sagen die, ich könnte Ihnen ein Beispiel nennen, mein eigener Sohn. Mittlerweile ist er 40, der wohnt in Berlin. Der hat, hier kann ich nicht mal parken. Ja, das ist so kompliziert, weil es keine Parkplätze gibt. Also ich habe kein Auto. Und vor der Tür steht jeden Morgen ein Carsharing-Auto. Ich brauche nur hingehen. Ich fahre eine Viertelstunde damit, kostet 10 Euro, wenn ich denn überhaupt so lange fahre. Ja? Und das ist viel billiger, als wenn ich irgendwann ein Theater mache, mir ein Auto kaufe. Wunderbar. Herr Eckert, herzlichen Dank dafür. Bitte. Wir schreiten eins weiter. Der Handel braucht Kunden und Kunden müssen fahren, dass sie zu dem Handel kommen. Und dafür haben wir jetzt den Professor Wilko Manz als Referent. Herr Manz hat Bauingenieurswesen studiert in Karlsruhe, war von 1998 bis 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter, Schwerpunkt Mobilitätsverhalten im Alltag. 2005 eine eigene GmbH gegründet, nicht lange, 2012, führe nicht alles auf der langen Biografie, 2012 bei den Schweizer Bundesbahnen als Berater tätig gewesen, 2013 ins Verkehrsplanungsbüro Innovaplan eingestiegen und seit 2017 Professur angenommen an der TU in Kaiserslautern, Verkehrsplanung, Institut Verkehrsplanung und Verkehrstechnik und Spezialist für alles, was mit Verkehr zu tun hat. Im Privaten habe ich gehört oder gelesen, vielmehr sind Sie auch Spieleerfinder. Ich glaube, ein Spiel haben wir jetzt nicht vor uns, sondern einen ernsten Vortrag über das Thema Mobilität. Bitte schön. Vielen Dank. Das ganze Leben ist ja ein Spiel und insofern passt das schon alles ganz gut zusammen. Vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich, heute hier in Ulm sprechen zu können. Unter dem Titel Quo Vadis Entwicklung der urbanen Mobilität. Wir haben einige Herausforderungen und wir haben eine ganze Reihe von Chancen und ich kann mich da an meinen Vorredner anschließen. Wir müssen diese Chancen ergreifen und richtig übersetzen. Was möchte ich Ihnen kurz erläutern? Basisdaten und Rahmen zur Mobilität. Wo stehen wir und wo wollen wir hin? Ich möchte Ihnen einige technische Visionen zeigen. Wir hören ja sehr viel über Klimaproblematik, über autonomes Fahren. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und ich möchte Ihnen einige planerische Visionen zeigen und mit einem kurzen Fazit schließen. Wenn wir über Mobilität reden und jeder denkt daran, was er heute seinen Tag gemacht hat und wir befragen ganz viele Leute, können wir Mittelwerte berechnen. Und das, was die Deutschen an einem normalen Tag machen, stehen Sie hier auf dieser Folie. 85% der Personen verlassen das Haus und sind dadurch mobil. Diese Personen machen dann 3,1 Wege im Schnitt, bis sie abends wieder zu Hause sind dann, legen 39 Kilometer dabei zurück und sind 80 Minuten lang dabei unterwegs. Wenn wir diese 39 Kilometer mit unseren ungefähr 80 Millionen Einwohnern multiplizieren und den Motorsplitanteil noch zusammen hinzurechnen, kommen wir auf 1,7 Milliarden Pkw-Kilometer pro Tag in Deutschland. 1,7 Milliarden Pkw-Kilometer bedeutet gleichzeitig etwa 220.000 Tonnen CO2 jeden Tag nur durch Mobilität. Das ist der Rahmen, unter dem wir heute leben. Und wenn wir dies prognostizieren, was wir weltweit tun, dann kann ich hier die OECD zitieren, die CO2-Emissionen nur im Verkehrssektor werden bis 2050 um 130% global steigen. Das liegt jetzt nicht daran, weil wir immer mehr Verkehr machen hier in Deutschland, wir sind in der Stagnationsphase, aber es gibt viele Nationen, viele Gesellschaften, die zu Wohlstand kommen und genau unser Verhalten kopieren. Das darf uns ein klein wenig Angst machen. Ich habe Ihnen hier ganz viele Mittelwerte gezeigt. Mittelwerte sind wunderschön, um Dinge zu erklären. Mittelwerte sind unglaublich tückisch, weil diese Mittelwerte täuschen darüber hinweg, dass wir ganz verschiedene Personengruppen in ganz verschiedenen Lebenssituationen haben. Und unsere Stadt muss es schaffen, all diesen Personengruppen, ich habe ein paar beispielhaft hier ans Bild geworfen,
all diesen Personengruppen gerecht zu werden. Und die Bedürfnisse sind völlig verschieden zwischen diesen Personen. Nehmen Sie die alleinerziehende Frau mit geringem Einkommen, nehmen Sie Senioren, wo Wegstrecken zu Fuß ein Problem werden, nehmen Sie die Kinder und Jugendlichen, die sich in ihrer Erwachsenwerdenphase neu orientieren und eben hier auch mit den Gegebenheiten der Stadt zurechtkommen müssen. Wenn wir diese Gruppen uns anschauen, können wir von den Mittelwerten, die ich Ihnen gezeigt habe, mal auf ein paar Anteilssätze kommen. 22% aller deutschen Haushalte besitzen keinen PKW. Das ist jeder fünfte Haushalt und Sie sehen es drunter, in Klein, in Berlin ist es jeder zweite. Insofern, Ihr Sohn lebt in einem guten Umfeld. In Rheinland-Pfalz, das ist das Schlusslicht, sind es immerhin noch 16% der Haushalte ohne PKW. 5% inzwischen aller Haushalte sind Mitglied in einem Carsharing-Unternehmen und das nicht durch Zufall. 3/4 der Haushalte besitzen Fahrräder und inzwischen sogar 8% Pedelecs. Pedelecs, mit denen man plötzlich Reichweiten erreicht, ohne verschwitzt zu sein, die weit über denen des Fahrrads liegen. Und Sie sehen, in den Metropolen sind es nur 4%, weil da Radeln keinen Spaß macht, weil viele Metropolen sind nicht aufs Radfahren ausgerichtet. Bei ländlichen Räumen haben wir schon, jeder zehnte Haushalt hat ein Pedelec. Hierfür hat die Politik eigentlich nichts getan und diese Welle wird anhalten, wird sich verstärken. Wir werden in den kommenden Jahren erleben, dass die Pedelecs in den Städten und auf dem Land ein dominierendes Verkehrsmittel werden. Und schließlich nachrichtig noch, 15% der Haushalte besitzen eine ÖV-Zeitkarte. In Metropolen ist es jeder dritte Haushalt, in ländlichen Räumen sind es dann nur noch 5%. Wir müssen also von den Mittelwerten uns lösen und müssen uns die Frage stellen, wie müssen wir handeln und agieren, um unsere Stadt, um unsere Region, um unsere Gesellschaft für die Zukunft fit zu machen. Und hierzu möchte ich Ihnen ein ganz einfaches, kleines Bild zeigen, wie wir hier unten am unteren Ende zu unserem Verkehrsgeschehen kommen. Wir haben hier oben die Gesellschaft, die Bürger, die natürlich Einfluss auf die Politik nehmen und Mobilitätsbedürfnisse haben. Sie wollen einkaufen, wollen dafür Wegstrecken überwinden. Die Politik schafft die Rahmenbedingungen und die Verkehrsangebote, also die Verkehrsinfrastruktur, Straßen, ÖV-Angebote, Radwege, all dies. Und was Sie hier unten sehen, ist unbequem. Sie haben nämlich hier alles zwei Richtungspfeile. Das Verkehrsgeschehen wirkt auf das Angebot aufs Verkehrsgeschehen. Das Angebot wirkt auf die Bedürfnisse und die Mobilitätsbedürfnisse aufs Angebot und die Mobilitätsbedürfnisse aufs Geschehen und umgekehrt. Wir haben also hier eine Vernetzung, wir können wie von kommunizierenden Röhren reden. Wenn wir das eine tun, hat das immer Wirkungen auf alles andere und das macht es so furchtbar kompliziert im Verkehrsbereich. Sie bauen eine Straße, weil dort Stau ist, der Stau bleibt bestehen, es fahren nur mehr Autos dort. Das ist das, was wir 50 Jahren in Städte ausprobiert haben. Schauen wir uns hier die Ulmer Situation an. Ich habe mal die aktuellsten Zahlen, die ich für Ulm gefunden habe, hier am Modell-Split Ihnen mitgebracht. 50% MIV, also die Hälfte der Wege, wird mit dem Auto zurückgelegt, der ÖV hat einen Anteil von 16%, das Fahrrad hat 11%, zu Fuß 23%. Das ist für eine Stadt mit einem ländlichen Umland durchaus normal. Wir haben andere Städte und ich zitiere jetzt mal kurz Freiburg, die sind auch eine Stadt, die sind etwas größer, die haben auch ein ländliches Umland und Sie sehen hier, das Fahrrad ist das stärkste Verkehrsmittel mit 34%, der MIV hat nur noch einen Anteil von 21% am städtischen Verkehr. Wo ist der Unterschied? Es gibt viele Unterschiede. Natürlich, Freiburg ist besonders begünstigt durch die Topografie und die Sonne. Ist klar, ist Ulm natürlich in gewissermaßen auch. Die Freiburger haben eine Uni mit sehr starken Sozialwissenschaften. Hier sind es die Naturwissenschaften. Allein das ist schon ein Unterschied. Und Sie werden ganz viele andere Unterschiede eben finden. Aber das ist auch Stadtpolitik und das ist auch das, was die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft will und was auch umgesetzt wird. Freiburg hat von jeher ein grünes Image und hat eben hier sehr viel getan und sehr früh getan, wo andere Städte heute aufholen. Karlsruhe hat vor 10 Jahren angefangen, hat die ersten großen Erfolge gefeiert. Heidelberg ist schon relativ gut, seit jeher hat ein ähnliches Profil wie Freiburg. Stuttgart hat angefangen, steht ganz am Anfang und hat einen langen Weg, hat natürlich auch eine üble Topografie und das wird auch Stuttgart 21 nicht lösen. Wir sehen also, das Verkehrsgeschehen in den Städten ist abhängig von dem, welche Entscheidungen vor Ort getroffen werden. Und wenn wir das langfristige Ziel haben, lebenswerte Städte zu haben, und da kann ich mich meinem Vorredner ebenfalls anschließen, dann können wir einen Blick in die Welt nutzen und feststellen, die Städte mit der höchsten Lebensqualität setzen konsequent auf den Umweltverbund. Das sind zum Beispiel Zürich mit dem Slogan, wir verunmöglichen die Autonutzung in der Innenstadt, das ist politisches Programm. Das ist zum Beispiel München, da sind die Straßen so voll, dass man da einfach nicht mehr reinkommt. Das ist Kopenhagen mit dem Ziel,
Wir wollen erste CO2-neutrale Hauptstadt der Welt sein. Das ist Amsterdam mit ganz viel Radverkehrsinfrastruktur und Singapur, die sagen, wir bauen den ÖV aus und lassen die Autofahrer im Regen stehen. Wir nehmen von denen Geld und bieten ihnen keine Leistungen an. All diese Städte sind unter den 10 lebenswerten Städtesten der Welt. Und wenn Sie die anderen, die ich Ihnen jetzt nicht gezeigt habe, die haben alle dasselbe Programm. Autofahren macht Städte nicht sexy. Das kann ich an diesem Bild zeigen. Eine der Städte, die ganz hinten im Lebensqualität-Ranking ist in Texas, Houston in Texas. Eine Stadt, die flächenhaft zersiedelt ist, endlose Einfamilienhausteppiche, niedrige Dichten, kein ÖV. Dort sind etwa 90% der Wege werden mit dem MIV zurückgelegt. Und Sie sehen die Innenstadt hier, 22% der Innenstadtfläche sind Parkplätze. Die braucht man natürlich dann und das Land ist dort so billig, dass es sich nicht lohnt, ein Parkhaus zu bauen. Und dann bekommen Sie eine Stadt, die im Lebensqualität-Ranking ganz unten ist. Und die Infrastruktur, die Sie sehen, war sehr, sehr teuer. In der Vergangenheit beim Bau, in der Instandhaltung und für die Zukunft, weil Sie diese strukturellen Merkmale der Stadt, riesige Flächen mit niedriger Dichte, die können Sie kaum oder nur sehr langfristig ändern. Wir dürfen sehr froh sein, dass wir hier in Deutschland kompakte Städte haben, dass wir hohe Dichten haben, Nutzungsmischung haben und noch eine spannende Stadttopologie, die es interessant macht, Städte zu besuchen und eben darin zu leben. Wenn wir jetzt über Mobilität in Städten reden, gibt es im Moment zwei Schlagworte, um die man nicht umhinkommt und die werden häufig verwechselt. Ich möchte hier kurz eine Definition geben. Der erste Begriff ist der Begriff der Antriebswende. Wir brauchen eine Antriebswende, ist klar. Wir haben ein Klimaproblem und müssen unsere fossilen Brennstoffe zurückfahren. Antriebswende heißt also, wir brauchen technische Lösungen, um das Klimaproblem zu lösen, indem wir fossile Energieträger ersetzen. Antriebswende ist ein Teil der Verkehrswende. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere MIV, unsere Pkw, unsere Lastwagen klimaneutral fahren. Und wir haben hier eine besondere Herausforderung. Ich habe es Ihnen vor einem roten Chart gezeigt. Wir haben große Anstrengungen schon unternommen. Wir haben die Flottenverbräuche gesenkt mit dem Effekt, dass die Fahrzeuge schwerer geworden sind, besser motorisiert und mehr verbrauchen als vorher. Wir haben verschiedene Themenfelder und überall, was wir tun, kommen wir immer an den Punkt, dass es trotzdem mehr CO2-Emissionen sind, trotz aller scheinbarer Vernunft. Andere Länder, die Niederlande, machen das anders. Dort gibt es eine Luxussteuer auf Fahrzeuge. Die haben es innerhalb von 5 Jahren geschafft, den Flottenverbrauch von 180 Gramm pro Kilometer auf 100 zu senken. Sind heute Spitzenreiter in der EU. Die haben nur leider keine Autoindustrie, wo man vielleicht irgendwelche Zusammenhänge vermuten könnte. Wir haben noch die Mobilitätswende. Und Mobilitätswende ist ein bisschen mehr wie nur eine Antriebswende. Gesellschaftliche und politische Veränderung der Verkehrsplanung und der Mobilität in Richtung einer besseren Stadtverträglichkeit. Wir wollen ja lebenswerte Städte. Und was lebenswert ist, was Lebensqualität ist, muss jede Stadt für sich entscheiden, in ihrer Größenklasse, in ihrem regionalen Kontext, in ihrer eigenen Identität. Bevor ich zu diesem Thema komme, möchte ich Ihnen ganz kurz ein paar technische Visionen für die Mobilität von morgen vorstellen. Das ist notwendig, sonst bekomme ich im Nachgang an den Vortrag 1000 Fragen dazu. Die eine Frage ist Elektromobilität die Lösung all unserer Probleme? Und die Antwort ist ganz klar nein, aber sie ist ein wichtiger Baustein. Wir haben viele Haushalte und gerade hier im ländlichen Raum, die haben viele Fahrzeuge, Mehrfachmotorisierung und mindestens 1, 2 dieser Fahrzeuge können Elektrofahrzeuge sein, können für die kurzen Pendlerfahrten in die Stadt genutzt werden und wieder zurück. Und dann gibt es immer noch das viel zu große Fahrzeug für die Urlaubsfahrt. Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein. Wir müssen aber in der Stadtplanung und in der Verkehrsplanung technologieoffen denken. Wir haben Gasfahrzeuge, regenerative Gase, die aus Ökostrom hergestellt werden. Wir haben Brennstoffzellen. Wir werden in Zukunft sogar regenerative Kraftstoffe bekommen, die wir wie Diesel und Benzin tanken und die mit den klassischen Verbrennungsmotoren verbrannt werden können, die extrem hoch rein sind und die Energie stammt nicht aus dem Boden, sondern eben von Sonne, Wind und anderen Energieträgern. Wir müssen technologieoffen sein und müssen uns aber der Frage, den Herausforderungen stellen. Wir können uns es nicht erlauben, so weiterzumachen, die CO2-Emissionen emittieren Tag für Tag und eben so tun, als wäre dieses Problem irgendwann in der Zukunft durch irgendjemand lösbar. Wir können diese Probleme nur heute und hier lösen, sonst wird es zu spät sein.
Die zweite wichtige Herausforderung ist das autonome Fahren oder das automatisierte Fahren, eine Vorstufe dazu. Was Sie hier sehen, diesen winzig kleinen Punkt in der Mitte, das ist das Fahrzeug. Und was Sie hier drumherum sehen, das ist ein Bild von Tesla, ist die Fläche, die das Fahrzeug scannen muss und interpretieren muss, um wirklich autonom zu sein. Und das sind nach vorne 250 Meter, damit haben Sie 9 Sekunden Sicht nach vorne, wenn Sie auf der Autobahn sehr schnell fahren wollen. Sie müssen nach hinten gucken und natürlich auch noch zu den Seiten und müssen jedes Objekt, ob unbewegt oder bewegt, scannen, erfassen und in seiner Bewegung interpretieren. Das ist eine Fläche von 25.000 Quadratmetern, entspricht etwa 4 Fußballfeldern, die online und ohne jede Zeitverzögerung zu jedem Zeitpunkt betrachtet werden und interpretiert werden müssen. Wir sind noch sehr weit davon, dass unsere Fahrzeuge autonom fahren werden, aber wir haben Stufen der Automatisierung, und ich zeige Ihnen gleich noch einen hübschen Film dazu, die Vorstufen sind und die große Chancen für uns und unsere Gesellschaft sind. Was wir uns klar machen müssen, diese Algorithmen, die hier laufen, die sind nicht verifizierbar. Die sind nicht heute verifizierbar und die sind auch in 10 Jahren nicht verifizierbar. Das bedeutet, ein autonomes Fahrzeug der Zukunft wird, bis diese ganzen Kinderkrankheiten langfristig weg sind, die Umgebung scannen und wird irgendwann einen Fehler machen. Und dadurch wird es auch zu Unfällen kommen, auch in Zukunft. Man kann das ausprobieren, weil es gibt so viele Umwelteinflüsse, die man nicht systematisch abarbeiten kann, Schneefall, niedriger Sonnenstand und so weiter. Und irgendwann werden die Sensoren irgendetwas falsch interpretieren. Es gibt spektakuläre Unfälle in den USA, einzelne, die eben hier dann auch dies zum Ausdruck bringen. Wir dürfen aber damit rechnen, dass die Verkehrssicherheit massiv ansteigt, wenn wir zunehmend automatisierte oder autonome Fahrzeuge haben. Und mit den autonomen Fahrzeugen können wir natürlich vieles tun, was heute nicht geht. Ich zeige Ihnen hier mal einen netten Film. Sie sehen eine Kreuzung, die sieht ganz klassisch aus. Und die ist Verkehr mit autonomen Fahrzeugen. Es gibt keine Lichtsignalanlage, jedes Fahrzeug kommuniziert mit jedem anderen. Und Sie sehen, hier wird die Zeitslots vergeben und hier fahren die einfach durcheinander durch. Ist technisch überhaupt kein Problem. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen in dem Fahrzeug, Sie haben kein Lenkrad und Sie fahren auf die Kreuzung zu und das Fahrzeug beschleunigt dabei. Das ist ein bisschen wie eine Mischung aus Geisterbahn und Achterbahnfahren. Uns fehlen dazu die mentalen Modelle, mit sowas umzugehen. Die werden wir bekommen und wir werden das alle noch ausprobieren können. Die mentalen Modelle fehlen uns auch in anderer Hinsicht und ich möchte hier Ihnen eine kleine Reportage zeigen aus Birnbach. Hier sehen Sie einen Report und Sie sehen dahinter einen autonom fahrenden Bus. Und was das Ding tut, das ist kein autonomes Fahrzeug, wie wir uns das vorstellen. Das ist letztendlich nichts weiter wie das Feuerwehrauto im Kinderkarussell, was nämlich auf vorgegebenen programmierten Spuren fährt. Und das kann nicht mehr ausweichen. Sie sehen das fährt immer genau hier entlang. Und wenn ein Hindernis ist, hält es an, das ist zu doof, um das Hindernis drumherum zu fahren. Und dieser Reporter, und jetzt können wir den Film mal laufen lassen, der stellt sich hier provokativ in den Weg, aber er hat auch kein mentales Modell für diesen Umgang mit dem Bus und er möchte da cool Reportage machen und er hat aber ein bisschen Angst vor diesem Fahrzeug und seine Reportage wird nicht so cool, wie er sich das vorstellt, weil er doch das Ding sehr argwöhnisch im Auge behält. Uns fehlen die mentalen Modelle im Umgang mit solchen autonomen Fahrzeugen, das werden wir lernen müssen. Und wenn wir das lernen müssen, heißt das im Zweifelsfall, wenn Sie hier über die neue Straße gehen, weil Sie gucken gar nicht mehr, Sie laufen da einfach drauf, weil Sie wissen, die Fahrzeuge müssen anhalten können. Und dann wird in Ihrer Stadt überhaupt nichts mehr funktionieren. Es gibt Sprüche, schützt die armen autonomen Fahrzeuge vor dem bösen Fußgänger und wir müssten vielleicht Zäune errichten, damit die Autos schön fahren können, weil die ja so furchtbar leicht zu stoppen sind, dafür sind sie sicher. Wir werden also durch die autonomen Fahrzeuge und durch die Automatisierung sehr viele spannende Fragen bekommen. Zum Beispiel autonome Fahrzeuge halten sich strikt an Verkehrsregeln. Das ist natürlich sehr schön, Sie können die Blitze abbauen. Und wenn Sie in einem Fahrzeugstrom von 100 Fahrzeugen ein autonomes Fahrzeug haben, fahren dann alle wirklich 30 und nicht 30,5, genau 30. Autonome Fahrzeuge sind aber auch ein bisschen doof. Das ist ein Künstler, James Brittle, der so ein Fahrzeug eingefangen hat, ist natürlich ein Kunstprojekt. Dieses Fahrzeug kommt da nie raus. Das versteht weder Ironie noch Spaß. Das ist wirklich gefangen. Sie sehen, vor uns steht eine lustige Zukunft mit Vehikeln, die Dinge tun und wir sind vielleicht möglicherweise lange Zeit schlauer als die. Wenn wir autonome Flotten haben, die wirklich fahrerlos fahren können, der Traum, womit viele Leute Geld verdienen wollen, bedeutet es, wir können autonome Taxen einführen,
Sie haben Ihr Handy, Sie benutzen die App, das Fahrzeug kommt, holt Sie direkt vor der Haustür ab und setzt Sie genau dort ab, wo Sie wollen. Das ist ein Taxi ohne Taxifahrer und das geht wahnsinnig billig. Die Flotten sind den ganzen Tag unterwegs, die generieren eine Einnahme nach der anderen. Es gibt Berechnungen, dass hier Kilometerpreise von 15, 20, 25 Cent möglich sind, deutlich günstiger als der ÖV heute und dass das alles vom ÖV kannibalisiert wird. Stellen Sie sich eine Stadt wie Berlin oder gerne auch Ulm vor, wo alle mit solchen Fahrzeugen rumfahren wollen, funktioniert nicht. Die Fahrzeuge fahren nicht, die stehen dann im Stau und Sie werden dann ein Fahrzeug anfordern können und nach zwei Stunden kommt es, weil alle anderen natürlich auch das gebucht haben. Oder das ist so unwahrscheinlich teuer, dass genau die richtige Menge dann eine Buchung durchführt, dann sind wir vielleicht bei den Taxipreisen von heute. Wir können uns, und das ist eine Riesenchance für den öffentlichen Verkehr, uns autonome Shuttle vorstellen. Nicht die klassische Buslinie, sondern Sie fordern per App ein Fahrzeug an, da sitzen schon zwei Leute rein, Sie steigen ein und das ist alles so wunderbar mit Algorithmen optimiert, dass unterwegs Personen ein- und aussteigen und Sie kommen relativ schnell, aber vor allem umsteigefrei, direkt von Tür zu Tür. Und daran liegt natürlich eine große Chance für unsere Städte. Weil ob wir das bekommen oder das, das sind politische Entscheidungen. Unser Personenbeförderungsgesetz regelt es. Und wenn die Politik sich nicht von großen Konzernen bequatschen lässt, können wir hier stadtspezifisch sagen, wer bietet es an, zu welchen Konditionen, was ist stadtverträglich, wie lösen wir die Konkurrenzsituation zum öffentlichen Verkehr. Weil in großen Städten funktioniert das auch nur, wenn sie ein Rückgrat mit Buslinien und Stadtbahnen haben, die viele Menschen auf kleinem Raum transportieren und eine hohe Effizienz dabei aufweisen. Der Traum vom autonomen Fahrzeug bedeutet natürlich auch, dass man sich die Frage stellen muss, kann, wollen wir dann überhaupt noch Autos besitzen? Fahrspaß ist weg, kein Lenkrad mehr drin. Das Ding ist eine technische Leistung, um Sie von A nach B zu bringen. Und es ist durchaus denkbar, ich habe die Zahl vorhin gehört, in Ulm haben 1000 Einwohner in der Region 770 Fahrzeuge oder so. Das sieht dann so aus. Und jedes dieser Fahrzeuge braucht 10 Quadratmeter Platz in der Stadt. Wir verschwenden oder verwenden, je nach Intention, wahnsinnig viel Raum für Fahrzeuge, die 23 Stunden am Tag rumstehen und rosten. Wir können dieselben Menschenmenge mit denselben Mobilitätsbedürfnissen, wenn wir solche Robotaxen, Roboshuttles benutzen, in ganz wenig Fahrzeugen und durch die Gegend fahren, können das hocheffizient machen und gewinnen wahnsinnig viel Platz, die meine Nachrednerin zur Verfügung steht, um die Stadt hübscher zu machen. Das ist die Sharing Economy. Und wenn ich vorhin schon angedeutet habe, 5% der Haushalte sind schon Sharing-Mitglied, dann werden das in Zukunft mehr werden. Hier sehen Sie eine Entwicklung. Das fing hier als Ökonische an und sobald sich Leute dafür interessieren, hier sind die Automobilkonzerne eingestiegen, wird daraus ein Markt, der in den großen Städten wirklich attraktiv ist und der insbesondere bei jungen Personen eben auf den Mobilitätsverhalten wirkt, auf den Pkw-Besitz, auf die ganze Wertehaltung und das Statusdenken eben wirkt. Wir dürfen gespannt sein und müssen hier nicht nur im Auto, insbesondere auch im Fahrrad Dinge vorbereiten, um in der Stadt ein angenehmes, lebenswertes Umfeld zu haben, wo Autos möglichst wenig Rolle spielen. So, damit komme ich zu den planerischen Visionen für die Mobilität in Stadt und Land. Und ich möchte hier im Rahmen des kurzen Vortrags auch nur einige Aspekte touchieren. Einmal geht es darum, wir wollen unsere Städte anders haben, als wir es in der Vergangenheit geplant haben. Hier sehen Sie Frankfurt, eine beliebte Einfallstraße in Ständerbauweite. Hier ist ein ganzer Stadtteil kaputt gegangen da dran. Wer will dort wohnen? Niemand. Da zieht man weg in den Vorort und fährt dann mit dem Auto genau über dieses Bauwerk. So wollen wir unsere Städte nicht gestalten. Wir wollen Städte, die attraktiv sind, die lebenswert sind, wo wir einen Mix aus verschiedenen Themen des Umweltverbundes haben und wo wir dort, wo es notwendig ist, mit dem Auto mühelos natürlich uns auch bewegen können. Aber die Qualität im Umweltverbund muss stimmen, wenn wir keine Verbote aussprechen wollen. Bei dem Thema Stadtverträglichkeit ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns über das Thema Geschwindigkeiten in der Stadt Gedanken machen. Ich habe Ihnen hier die Geschwindigkeit über die Sterbewahrscheinlichkeit von Fußgängern aufgetragen, die mit einem Fahrzeug kollidieren. Und unsere Standardgeschwindigkeit ist 50 Kilometer pro Stunde. Das heißt, etwa 40% der Fußgänger, die mit einem solchen Fahrzeug kollidieren, sind tot. Und wenn Sie jetzt sagen, 50 ist ja doch relativ langsam, ich kann einfach nur 60 fahren, dann gucken Sie mal, wo Sie landen, dann sind plötzlich 80% der Fußgänger tot. Das heißt, 50 Kilometer pro Stunde ist keine angemessene Fahrgeschwindigkeit in der Stadt. Und Sie sehen, wenn wir von 50 auf 30 die Geschwindigkeit senken, gehen uns einige Sekunden pro Kilometer verloren. Das könnten uns Menschenleben wert sein.
Das müssen wir in der Stadt diskutieren. Wie schnell wollen wir sein? Wie schnell können wir uns erlauben? Was ist tatsächlich stadtverträglich? Und gilt das nur vor irgendwelchen ausgewählten Punkten mit Grundschulen und Seniorenheimen oder ist das nicht was, was wir stadtweit denken müssen? Das Thema ist eben das, dass wir die größten Zeitverluste an den Lichtsignalanlagen haben. Und wenn Sie sagen, die Fahrzeit verdoppelt sich, ist das mitnichten so. Sie haben einige Sekunden längere Fahrzeit, weil nämlich die Lichtsignalwartezeiten werden unverändert sein. Insofern ist der Hebel relativ gering auf der zeitlichen Dimension. Er ist riesig bei den Sicherheitsgewinnen, die wir gewinnen können. So, schauen wir uns mal an. Wir haben hier ein Umland, was in die Stadt fahren will. Und mir wird häufig die Frage gestellt, warum macht man nicht überall Park and Ride? Dann haben wir in der Stadt keinen Verkehr. Und der Kunde kommt doch zu seinem Fahrziel. Und Sie sehen hier, ich habe mal hier ein fiktives Beispiel gemacht, der möchte eine Person in die Stadt. Der kann jederzeit mit seinem Auto losfahren, braucht 14 Minuten. Parkhaus gibt es in der Innenstadt, parken kostet ihn von mir aus 2 Euro. Das sind fiktive Zahlen. Und jetzt soll er Park and Ride machen. In der Regel heißt es, er muss sich erst mal gucken, wo kann ich überhaupt hin, wo ist ein Fahrplan. Dann fährt er endlich los, fährt zu dem Park and Ride Platz. Dann muss er dort warten, bis der Bus kommt, fährt noch mit dem Bus in die Innenstadt. Er braucht länger und muss dann hinterher noch mehr bezahlen. Und es ist absolut rational, dass es sehr wenige Menschen machen. Es gibt Leute, die fahren mit ihrem viel zu dicken Auto ungern in viel zu enge Parkhäuser. Die machen dann vielleicht Park and Ride. Insofern, das ist der einzige Vorteil, der mir für SUVs in der Stadt eingefallen ist, dass eben hier großzügige P&R-Flächen plötzlich funktionieren können. Wenn wir dies verändern wollen, müssen wir dafür sorgen, dass diese Alternative genauso schnell ist wie die und in der Regel auch noch mindestens ähnlich teuer. Wir müssen also hier beim Preis schrauben und bei der Fahrzeit. Oder wir müssen hier ein besonders gutes Angebot haben und besonders günstige Parkgebühren haben. Nur wenn die Relation funktioniert, dass jemand, der sagt, ich möchte in die Innenstadt und es ist für mich logisch die bessere Alternative, dann benutzt er solche Angebote. Es gibt Städte, die kriegen das hin. Ein Beispiel ist Ingolstadt. Die haben unweit der Innenstadt hier nicht nur eine hübsche Festung, sondern da ist auch noch ein Parkhaus drunter, wo ganz viele Stellplätze sind, sehr großzügig. Nebendran ist die Bushaltestelle, wo Sie alle Minute einen Bus bekommen. Das ist nämlich die Hauptachse zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt. Jede Minute ein Angebot und der Bus, hier sehen Sie ihn, fährt am Rathaus vorbei bis direkt in die Innenstadt. Nicht wie vom Parkhaus muss ich noch in die Innenstadt laufen. Nein, das Angebot ist einfach besser. Sie sind schneller, Sie bezahlen weniger, weil nämlich Ihr Parkticket, was sehr günstig ist, gilt für 5 Personen auch noch im Bus gleichzeitig als Fahrschein. Damit können Sie Leute überzeugen, weil es einfach logisch richtig ist, solche Angebote zu nutzen. Und wenn wir insgesamt sagen, wir wollen weniger Kfz-Verkehr in der Stadt, müssen wir uns Gedanken machen, wie müssen wir unseren ÖV umkrempeln. Also wir haben heute den Linienbus und die Litanei habe ich Ihnen schon erzählt und ich habe hier noch andere Preise eingesetzt. Nein, sowas brauchen wir nicht mehr. Wir können mal gucken, ob wir mit Robo-Shuttles nicht schaffen, hier direkt jederzeit starten. Ich buche per App, ich werde an der Haustür abgeholt, da sitzen Fahrgäste drin, ich nehme noch andere mit. Ich gehe direkt ans Ziel, ich bin nur unwesentlich langsamer, das liegt daran, weil unterwegs noch einer aussteigt und ich kriege das wahnsinnig günstig hin. Hier ist vielleicht noch kostenloses Parken drin. Nein, das wollen wir nicht. Und Städte wie London oder Trondheim setzen auf eine City-Maut, die sagen, wenn du reinfahren willst, darfst du, kein Problem, bist willkommen, aber bitte bezahle dafür. Und bitte bezahle auch fürs Auto, fürs Parken. Hier steht es gegebenenfalls, weil unsere autonomen Fahrzeuge brauchen ja nicht mehr parken. Sie steigen aus und das Ding fährt entweder die ganze Zeit durch die Stadt und sparen Sie jegliche Kosten. Es gibt solche Denkmodelle, Sie parken Ihr Auto immer um sich rum, egal wo Sie sind, das fährt dann ans Ende der Innenstadt und kurvt da um die Blocks rum, alles technisch kein Problem. Vielleicht steht es auch irgendwo, wo eh keiner hin will, ganz außerhalb an einem hässlichen Ort im Industriegebiet dann. Also hier können wir durchaus auch noch mit unseren autonomen Fahrzeugen spielen. Wir wollen also attraktive Städte und möglicherweise mit weniger MIV. Wobei die Frage müssen Sie sich für Ihre Stadt stellen, die stelle ich Ihnen nicht. Und dann ist die Frage, wie bekommen wir unsere Städte lebenswert? Ich habe Ihnen hier mal 2 provokative Bilder vorgestellt. Restflächen hier, die Fahrbahn ist absolut 6,50 breit, richtliniengetreu. So viel bleibt übrig, so viel hat der Fußgänger noch. Werden Sie hier in Ulm vielleicht auch finden, solche Ecken? Und die Fragestellung, wie wird Radfahren zum Beispiel gewertschätzt? Die Straße ist frei und der Schneepflug hat sehr schön den Schnee an den Fahrbahnranden auf den Radweg buxiert. Hier ist man als Radfahrer, als Nutzer des Umweltverbundes nicht sehr willkommen. Das müssen wir ändern, das müssen wir in der Infrastruktur ändern, das müssen wir in den Köpfen ändern und dann bekommen wir andere
andere Rahmenbedingungen der Mobilität. Und es gibt Städte, die stellen sich den Themen. Sie sehen hier, das ist wieder Freiburg, das liegt daran, weil die haben ein sehr nettes Amt, die stellen sehr gerne Bilder zur Verfügung. So sieht hier unweit der Innenstadt ein städtischer Platz aus und Sie erkennen sehr, sehr gut die Straße. Die ist alles dominierend und die haben so eine schöne Grünfläche, die ist nur leider in jeglicher Hinsicht tot. Die ist für die Bürger nicht nutzbar, die ist ökologisch wertlos, aber sie ist immerhin ja grün. Und Sie sehen die Pläne der Stadt Freiburg und jetzt dürfen Sie mal die Straße suchen und Sie stellen fest, Sie haben hier eine Stadt und haben kein System aus Straßen und Gebäuden. Das sind die Visionen, die wir haben, wo wir dann auch, wo man sich als Pkw-Fahrer die Frage stellt, darf ich mich trauen, hier reinzufahren? Das sieht nicht so aus, als sollte ich hier fahren. Man darf es, das ist auch die Zufahrt zu Parkhäusern, da werden Fahrzeuge fahren. Die erkennen aber aus dem Umfeld, dass die hier nicht mit 50 und auch nicht mit 30 fahren sollen, sondern dass die hier langsam fahren sollen, so wie es in der Stadt angemessen ist. Wir Deutschen haben den Hang zur Perfektion, andere Städte machen das anders. Sie sehen ein Beispiel einer temporären Umnetzung, Sie dürfen das Stück Straße in dem Bild mal suchen, da ist Sand aufgeschüttet, da ist Stadt entstanden. Hier fühlt man sich wohl, hier kann man agieren. So müssen wir ansetzen, wir müssen Aktionen machen und dieses Stück Straße wird hinterher niemand vermisst haben. Sieht man häufig in Städten mit Baustellen, 3 Tage Chaos und irgendwann hat dann jeder kapiert, dass man da einfach nicht durchfahren soll. Das kann man temporär machen, das kann man auch dauerhaft machen und mutige Städte machen das dauerhaft. Die legen einen Radfahrstreifen an und opfern dafür einen Fahrstreifen und hinterher stellt man fest, da fahren ja 2000 Radfahrer am Tag und die Pkw-Fahrer sind es weniger geworden. Die sind woanders oder gar nicht mehr da oder sie fahren halt mit dem Fahrrad. Man kann da tatsächlich spielen mit dem Thema Flächen in der Stadt. Wir müssen uns ganz stark mit unserer jungen Generation beschäftigen. Wir haben eine Welt aus Elterntaxis, wo die Kinder zur Schule gebracht werden, eigenständige Mobilität nicht kennenlernen. Das ist ein Bild eines Schülers, der zu Fuß von hier zu seiner Schule läuft. Und das sind die Erlebnisse, die er zeigt. Unsere Kinder in Helikopterelternhaushalten haben solche Alltagsbilder. Die kennen noch, wo sie eingestiegen sind. Hier stehen Bäume, sehen dann nichts. Die Fenster sind viel zu hoch. Und an der Schule werden sie aussetzen. Das sind Bilder der Umwelt, das sind reale Bilder von Grundschülern, die ihre Umgebung erleben, die eigentlich ihr Umfeld nicht kennen, die zum Nachbarn mit dem Auto gebracht werden. Das sind ganz schlimme Rahmenbedingungen für die Mobilität von vorne, wo wir dringend als Stadtgesellschaft ansetzen müssen. Es gibt Städte, die sind da sehr progressiv. Hier die Stadt Griesheim, die ein bekannter Stadtgestalter hat hier über 100 Objekte installiert, und zwar sogenannte definitionsoffenen Objekte. Also das hat eigentlich gar keinen Zweck, diese bunten Punkte, aber Sie sehen, die werden genutzt. Das kann irgendein Baumstamm sein, wo eine ältere Person drauf sitzt und so weiter. Die haben aber eigentlich gar keinen echten gedachten Nutzen. Und es gibt ein nettes Zitat von einem, der in der Stadt das gesehen hat, der sagt, ich weiß nicht, was das ist, aber da hinten ist schon wieder sowas. Sowas regt an, über seine Stadt und die Nutzung von Flächen nachzudenken. Ich möchte noch ganz kurz zum Fahrrad kommen. Unsere große Chance auch, weil was Sie hier sehen, hier ist die Entfernung in Kilometern abgetragen, hier die Reisezeit und Sie sehen in bis zu etwa 4,5 Kilometer ist das Fahrrad in der Stadt das schnellste Verkehrsmittel. Ist das attraktivste Verkehrsmittel? Sie brauchen keinen Parkplatz, Sie können direkt überall es verabstellen. Das hier zu benutzen, ist natürlich ein bisschen eine mentale Hürde. Wir haben ein Bild, dass so ab 1 Kilometer, ab 500 Meter das Fahrrad das einzige Verkehrsmittel ist, was angenehme Qualität bietet. Ist nicht so, ist aber Aufgabe an die Stadt, dies auch umzusetzen. Nur wenn die Infrastruktur sicher, attraktiv und nutzbar ist, lückenlos ist, dann können Sie diese Radfahranteile wie in Freiburg und anderswo dann auch nutzen und hohe Anteile bekommen. Und wenn Sie jetzt das Pedelec noch reindecken, was kaum schneller ist, aber eben dass die emotionale Hürde, auch längere Strecken zurückzulegen, einem nimmt, das kann Sie ausprobieren, ich weiß nicht, bestimmt haben einige im Raum schon Pedelecs genutzt oder besitzen eins, dann sind plötzlich auch 5-6 Kilometer bei Sonnenschein kein Problem. Und wenn Sie dann eben an Regen Ihr Auto benutzen, haben Sie immerhin an den Sonnenscheintagen die Verkehrswende eingeleitet. Wichtig ist bei der Nutzung des Radverkehrs in der Stadt, es muss lückenlos sein. Sie müssen zu Hause schnell an Ihr Fahrrad kommen. Das muss sicher, trocken, diebstahlsicher abgestellt werden. Sie müssen eins leihen können, wenn Sie andere Bedürfnisse haben. Sie haben an dem Tag irgendwas abzuholen, muss es sofort und ohne jeden Aufwand bekommen sein. Sie brauchen attraktive Wege. Hier sind Kfz zugelassen, aber Sie haben die Vorrang. Vielleicht brauchen Sie auch die eine oder andere Leuchtturmprojekt, wo Sie Wege installieren, die weit über das hinausgehen, was wir heute kennen. Hier ist der Radschnellweg im Ruhrgebiet, der gerade umgesetzt hat. Und Sie müssen überall auch teure Fahrräder sicher parken können.
Das ist ein Beispiel aus Offenburg. Ich finde das ziemlich gut. Es fehlt das Dach drüber und die Beleuchtung. Tut mir leid, ich will mein Fahrrad trocken haben, wenn ich wiederkomme und nicht darauf hoffen müssen, dass es nicht regnet. Und insgesamt brauchen wir eine Stadtkultur. Es tut mir leid, ich wollte noch ein Ulmer Bild suchen. Das ist wieder Ingolstadt. Hier parkt das Pedelec und es parkt direkt am Rathaus. Und das ist tatsächlich dann auch ein politisches Symbol. Wenn die Politik, die in der Stadtgesellschaft gemeinsam, wenn man gemeinsam den Radverkehr fördert, kann man auch hier den Radverkehr verdoppeln. So, was ist meine Botschaft für die Mobilitätswende? Ziele müssen klar gesteckt und kommuniziert werden. Nur wenn wir gemeinsam dran arbeiten, funktioniert es. Es hat keinen Sinn, von oben herab eben Dinge anzuordnen. Wir müssen diskutieren, was wollen wir und wie wollen wir es umsetzen, dass es besser wird. Langfristige strategische Planung. Stadtumbau braucht wahnsinnig Zeit, heute anfangen, dass man auch Ziele erreichen kann. Integrierte Planung ist ganz, ganz wichtig in Stadt und Region. Nur wenn Sie Flächennutzung, Mobilitätsplanung, Verkehrsangebote aufeinander abstimmen und auch über die Verwaltungsebenen Stadt und Region und Land hinweg gemeinsam arbeiten, kommt was Vernünftiges raus. Wir haben hohe Unsicherheiten durch Klimaziele und durch autonome Fahrzeuge. Wir haben dynamische Zeiten vor uns und brauchen flexible Strategien. Stadträume temporär nutzen, umnutzbar machen. Nicht alles in Granit und für die Ewigkeit, sondern sagen, vielleicht brauche ich hier eine Ein- und Aussteigezone für automatische Fahrzeuge in 5 Jahren. Schauen wir mal, zwischendrin können wir was anderes machen. Man muss ausprobieren dürfen. Wir müssen mutiger sein. Wir dürfen auch mal scheitern. Wir dürfen Dinge ausprobieren und sagen, das war nicht gut, aber wir nehmen einen neuen Anlauf und dann wird's gut. Und wir brauchen hierfür Politik, die mutig ist und auch ein bisschen Geld hat, weil für Umme gibt's das nicht. Ich zeige Ihnen zum Abschluss noch einen kleinen Film. Sie sehen hier Kopenhagen im Zeitraffer und Radverkehr dort. So sieht es aus, wenn Sie 50% Radverkehr Modal Split haben. Und schauen Sie sich mal an, wie ordentlich die sich alle hintereinander aufstellen. In Deutschland würde sich hier, glaube ich, eine Riesentraube hier vorne bilden, auf dem Gehweg, Radweg, überall. Wenn man damit umgehen kann, funktioniert das recht gut. Und überlegen Sie mal, wie das für die ein, zwei Kfz-Fahrer ist, neben Hunderten von Radfahrern zu stehen. Da wird dann plötzlich die Masse klar und wer eben das Sagen hat im Verkehrsgeschehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Manz. Eine kleine Information habe ich vorher unterschlagen. Herr Manz war hier in der Region schon sehr aktiv. Wir gehen mal ein bisschen vor, sonst stimmen hinter dem Pult so blöd rum. Der Herr Manz war hier in der Region schon sehr aktiv und hat nämlich die Machbarkeitsstudie für den ICE halt auf der Alp bei Märklingen miterarbeitet. Man kann nachprüfen, das hat Erfolg gehabt. Insofern versprechen ja diese Ansätze hier auch. Es gab sehr, sehr viele Detailvorschläge auch für die Kommunen machen können, diese umsetzen können, ohne auf die große Politik zu warten, der Mut vielleicht tatsächlich fehlt. Dennoch würde ich gerne einen Schritt zurückgehen und auf eine Aussage von Ihnen zu sprechen kommen, wo Sie sagten, dass die Antriebswende nicht gleich die Mobilitätswende ist. Wenn man die bundespolitische Debatte zu dem Thema betrachtet, hat man den Eindruck, dass es eigentlich nur um Antriebswende geht und nicht um die Mobilitätswende. Ist die in Berlin noch nicht angekommen? So sieht fehlender Mut aus. So sieht fehlender Mut aus. Es könnte so viel getan werden, aber wir leben natürlich in einer Welt, wo Mobilität und Verkehrs- und Klimaziele ein Aspekt sind. Wir haben wirtschaftliche Wohlstand und sonstige Belange. Die Frage ist, wie wir dort das richtig aushandeln. Und das ist tatsächlich eine große Fragestellung, wo ich sagen muss, wo in Berlin viel mehr passieren könnte, wo vielleicht auch in Stuttgart viel passieren könnte, mehr passieren könnte, als passiert ist, wo wir aber lokal gut handeln können und auch die Rahmenbedingungen, die wir hier in der Region, in der Stadt haben, wo wir die verändern können und damit auch ein Signal nach oben geben können. Herr Manz, besten Dank. Dann kommen wir zu einem dritten Vortrag, sage ich schon. Und ich muss feststellen, ohne es vorher gewusst zu haben, dass der Herr Mender, der Herr Jeschek die Chronologie, die Dramaturgie wirklich perfekt aufbereitet haben, weil ein Vortrag direkt auf den anderen anschließen. Wenn wir nämlich diese 10 Quadratmeter, die wir eben von Herrn Manz gehört haben, pro Auto gewinnen an öffentlicher Fläche, dann geht es darum, wenn man diese öffentliche Fläche gestaltet. Und dafür ist die Frau Brackebusch heute Abend bei uns zu Gast, die ich hiermit vorstellen darf. Frau Brackebusch hat studiert in der Uni Hannover Landschaftsarchitektur und ist seit 2002 bei Vogt Landschaftsarchitekten
angestellt, mittlerweile glaube ich auch in der Geschäftsleitung sogar tätig. Die Agentur hat Büros in Zürich, in London, in Berlin und in Paris. Und ist, auch wenn man so verschiedene Beispiele anschaut, die sie gemacht haben, wirklich international vertreten. Beispielsweise bei der Tate Gallery in London, oder Novartis Pharmaindustrie in Basel oder für die Fußballer unter uns eben auch der ganzen Gestaltung des Außenbereichs in der Fußball-Allianz Arena in München. Frau Bragebusch. Vielen herzlichen Dank. Das mit der Fußball-Arena habe ich dann am Ende noch erwähnt, weil also mich vorzustellen, das bringt dann immer schon gleich positive Emotionen. Von denen haben wir ja heute schon sehr viele gehört. Am Ende kommt dann immer das Grün. Es gibt viele Bilder, die ich Ihnen zeigen werde. Aber ich denke, wir haben ein ganz ernstes Thema. Sie sehen es am Titel, Res Publica, der Freiraum der Stadt. Das heißt, der Freiraum ist eine öffentliche Sache und dieser Freiraum, der braucht eine Debatte, das haben wir heute gehört und ich finde es toll, hier eingeladen zu sein, auch zu hören, dass die Stadtspaziergänge in der Stadt machen und versuchen, sich diesem Thema auf ganz unterschiedlichen Ebenen zu nähern. Heute nähern wir uns dem vielleicht so ein bisschen aus der Profession der Landschaftsarchitektur heraus, auch so ein bisschen aus der Fragestellung herum, was ist eigentlich der öffentliche Raum und wie wertvoll und wie wichtig ist er eigentlich für uns? Das versuche ich Ihnen ein bisschen näher zu bringen. Ich versuche Ihnen Tendenzen des öffentlichen Raumes zu zeigen und auch aufzuzeigen, wohin sich der öffentliche Raum entwickelt und was er für uns selbst bedeuten sollte. Das heißt, Sie für sich müssen eine Antwort darauf finden. Die finden Sie nicht heute Abend. Ich kann Ihnen nur Beispiele sagen oder ich kann Ihnen sagen, was ist meine Antwort auf den offenen Raum und was ist für mich wichtig beim öffentlichen Raum. Aber Sie für sich sollten eine Position dazu finden und die Debatte dabei, die wir hier führen, aber die wir auch im öffentlichen Raum führen, die wird uns dabei helfen. Wenn wir unsere Städte anschauen und gerade auch wenn wir Ulm anschauen, dann sehen wir immer auch die Landschaft. Das heißt, wenn wir die Gebäude anschauen, die Materialitäten, die dort verwandelt wurden, dann sehen wir immer das Bild unserer Landschaft, weil das Material, mit dem unsere Städte gebaut wurden, das kommt aus der Landschaft. Das heißt, jede Stadt ist unverkennbar auch mit seiner Landschaft verbunden. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das macht die Stadt besonders. Und wenn wir darüber reden, was ist der Freiraum, dann ist er immer eine Negativfigur von der gebauten Stadt. Und unsere Stadt, die ist über Jahrhunderte, ist die gewachsen und die Veränderungen, die diese Stadt noch macht, die sind marginal. Wir haben von den Baustellen gehört, natürlich wird immer noch mal etwas an der Stadt verändert. Aber das Gerüst, das ist da und damit ist auch der Freiraum da. Aber dieser Freiraum, der ist nicht immer gleich. Und über das geht es ja heute auch. Wie sieht dieser Freiraum aus? Es war ein unglaublich spannender Vortrag darüber, was Mobilität in unserem Freiraum verändert und was sind das dann für Chancen, die wir ergreifen müssen. Und wie schaffen wir das, dass wir das nicht kommerzialisieren oder dass wir von grünen Fassaden träumen, die klimatechnisch natürlich totaler Schwachsinn sind. Grüne Fassaden in einer Stadt, zumindest auch in einer Süddisposition, verbraucht viel zu viel Wasser. Das mögen Eyecatcher sein, aber das können keine Antworten für unsere Stadt sein. Und ich versuche Ihnen heute aufzuzeigen, wohin es führt, wenn man eben gerade solchen Tendenzen sehr stark aufspringt und versucht eben wirklich nur für den Tourismus, für diese Eventisierung eben Ideen und neue Konzepte zu entwickeln. Eben, ich habe es gesagt, es geht sehr stark erstmal darum, um die Tendenzen im öffentlichen Raum. Das ist Privatisierung, Eventisierung und Überwachung. Das erste Projekt, was ich Ihnen zeige, ist ein Projekt aus der Stadt London. Sie haben es gehört, wir haben ein Büro in London. Wir sind dort, wir haben dieses Büro gegründet in London, weil wir sehr stark eben an der Stadt, an der Landschaft, an der Kultur interessiert sind. Und London ist eine Stadt mit unglaublicher Dichte, eine große Metropole mit sehr, sehr vielen Touristen. Und es liegt dann nahe, warum man dann so ein Projekt initiiert, eben diese Garden Bridge, so heißt sie. Es ist eine Brücke, 366 Meter lang, 30 Meter breit, die eben die City of Westminster mit dem anderen Themseufer verbinden soll. Und warum zeige ich Ihnen dieses Projekt? Es ist eine private Initiative, aber diese private Initiative wird mit Mitteln aus der öffentlichen Hand finanziert und diese Mittel aus der öffentlichen Hand, die sind dann in einem zweistelligen Millionenbetrag. Das heißt also, Sie haben einen großen Beitrag an der Realisierung dieses Projektes oder Sie haben einen großen Anteil. Aber wenn wir das Wort hören, Garten, dann reden wir, wenn wir über Freiraumtypologien sprechen, immer über etwas Privates. Und genau so kommt diese Brücke auch daher. Sie können das in den Visualisierungen sehen. Es ist also ein Garten auf einer Brücke. Auch hier wieder so dieses Bild, also
ein Bild zu erzeugen, was eben dann wieder ein Magnet ist für die Stadt, sie einzigartig macht. Aber die Ausgestaltung, die operiert dann eben auch mit den Elementen, die sie selber bei sich im Garten haben. Das sind Pflanzen, das sind Materialien, die würden sie in ihrem Garten verwenden, die würden sie aber nicht in der Stadt verwenden. Das heißt, alles, was wir dort sehen, das ist viel zu wenig robust. Und es ist dann letztlich auch einer Reglementierung unterworfen, die wir in unseren öffentlichen Räumen gar nicht wollen. Also auch hier, der Fahrradfahrer ist nicht willkommen. Das wäre in einer Stadt wie London vielleicht ein Weg, um mit der Mobilität umzugehen, nämlich mehr auf das Fahrrad zu setzen. Aber hier ist es zu wenig robust, dass der Fahrradfahrer dort sein kann. Aber es ist nicht nur der Fahrradfahrer, sondern die Gruppe an sich ist schon das Problem. Also reglementiert auf Gruppen von unter 8 Personen und dann, was ganz, ganz wichtig ist, nach Mitternacht gesperrt. Was bringt uns eine Verbindung in der Stadt, wenn ich nach Mitternacht sie nicht mehr benutzen kann? Diese Tendenzen des öffentlichen Raumes, also dahin zu einer Privatisierung, die können wir auch in anderen Metropolen feststellen. Das zweite Beispiel ist aus New York, die High Line, ein publiziertes, stark publiziertes und auch gefeiertes Projekt. Eigentlich eine ganz intelligente Sache. Man hat eine alte Güterstrecke genutzt und hat sie neu gestaltet als neue Wegeverbindung in der Stadt. Also genau das, was wir brauchen, Fußgängerverbindungen in der Stadt. Aber auch hier passiert wieder genau das Gleiche wie bei der Garden Bridge. Das Ganze kriegt eine Gestaltung, die wir wieder die uns an die englischen Landschaftsgärten, an die Vorgartenzonen unserer Häuser erinnert, aber weniger an robuste Freiräume, die auch wirklich dafür da sind, dass eben viele Menschen sich darin bewegen können. Und dann, wenn wir uns das Bild genauer anschauen, dann sehen wir eben genau die Problematik, die dann mit so einer Gestaltung einhergeht. Ganz unten sehen Sie das Schild, bitte nicht vom Weg abkommen. Die Sitzbank ist so, dass ich politisch korrekt mit einem Kleid dort gar nicht sitzen kann, ohne meine Beine zu verschränken. Die ist so schlank, so schmal gebaut, da möchte ich auch nicht mit jemandem zu zweit drauf sitzen. Und dann ganz oben sehen Sie etwas, ganz oben rechts in der Ecke, da ist die Überwachungskamera. Denn diese Freiräume brauchen dann, wenn sie nicht robust genug sind, auch die ständige Überwachung. Und auch hier ist es genauso wie auf dem Projekt, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, die Zugänglichkeit beschränkt. Nach 24 Uhr kann man die Highline nicht mehr benutzen. Und das in einer Metropole wie New York. Wenn wir dann zurückschauen und hier zum Beispiel das Bild von Joel Sternfeld anschauen, der diese Highline vor der Umgestaltung fotografiert hatte, und wir sehen, wie diese ehemalige Güterzugstrecke eben dann verbracht und eine neue Qualität bekommt, fast so ein bisschen Wildnis in der Stadt, dann sehen wir, was für Chancen eigentlich vorhanden gewesen wären, um eine neue Gestaltung für den Ort zu schaffen. Und dass das, was wir vorher gesehen haben, nicht darum geht, für die Bürger der Stadt einen Freiraum zu schaffen, sondern es geht einzig und allein darum, Touristen, die diese Stadt besuchen, ein neues Highlight zu schaffen. Das sind Fragestellungen, die werden Sie in der Stadt Ulm auch haben werden. Also wie schaffe ich es eben, wir haben von der Marke gehört, also was macht Ulm einzigartig? Aber ist es wirklich so etwas, das da nur begrenzt ist für ganz wenige, die diese Stadt besuchen oder wollen wir als Bürger in der Stadt nicht unsere Freiräume definieren? Wir haben gehört, immer mehr junge Leute ziehen in die Stadt. Die meisten Bekannte, die ich habe, die wollen in der Stadt Zürich wohnen. Mobilität ist hoch. Es gibt ein großes Angebot. Als ich gestern Abend nach Hause fuhr, ich war mit dem Auto unterwegs, da konnte ich kaum fahren, weil es hat so viele Menschen auf der Straße gegeben. Es hatte 16, 17 Grad, alle waren draußen und das macht die Stadt lebhaft. Und das bringt mich als Autofahrer auch dazu, vielleicht dann doch den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen. Ich habe Ihnen gerade von der Stadt Zürich erzählt. Das ist der Sechseleutenplatz in Zürich. Der Sechseleutenplatz ist sehr, sehr stark im Bewusstsein der Schweizer verankert, insbesondere der Zürcher. Und zwar ist es ein Platz, an dem die Zürcher eben einmal im Jahr am dritten Montag im April eben ihr Sechseleutenfest feiern. Und das ist eine grüne Wiese immer gewesen. Und in der Mitte hat man diesen Böck, das ist so ein Schneemann, der hat da Feuerwerkskörper drin, den hat man verbrannt. Und je nachdem, wann dieser Schneemann dann eben geplatzt ist, so war dann der Sommer, der uns dann zu erwarten hatte. Und auf diesem Platz hat es einen Wettbewerb gegeben und man muss dazu sagen, der Platz ist direkt am Zürcher Opernhaus. Sie sehen den See, die Brücke über den See.
Und es hat einen Wettbewerb gegeben und dann hat, es sollte darum gehen, einen neuen öffentlichen Raum, einen neuen öffentlichen Platz in der Stadt Zürich zu bauen. Und das hat man dann auch getan und es ist ein sehr, sehr schöner Platz geworden. Natursteinflächen, freier Bestuhlung, Wasserspiel. Aber dieser neue Platz, der hat natürlich dann auch Bedürfnisse geweckt oder er hat auch Begehrlichkeiten geweckt. Und diese Begehrlichkeit in der Eventisierung, die führt letztlich dann dazu, Sie können das dort sehen, es ist eine Veranstaltung auf dem Platz, eine von ganz, ganz vielen. Und ich habe Ihnen versucht, auf der rechten Seite mal aufzuzeigen, was passiert eigentlich auf diesem Platz. Es führt nämlich dazu, dass diese große offene Fläche an jedem zweiten Tag in der Woche besetzt ist. Das heißt, der öffentliche Raum wird auf einmal privat besetzt. Er ist nicht mehr zugänglich für alle, sondern nur noch für die, die diese Veranstaltung besuchen oder die dem Konsum einhergehen. Und das Zürcher Stimmvolk hat natürlich die große Möglichkeit, sich dort gegen aufzulehnen. Wir haben die direkte Demokratie und es hat eine Volksinitiative gegeben, die genau das gefordert hat, nämlich nur noch 65 Tage im Jahr diesen Platz mit diesen Platz unterzuvermieten an Private. Und Zürcher Stimmvolk hat diese Chance nicht ergriffen. Es ist beim Status quo geblieben. Aber das zeigt, dass es eben diese Debatte im öffentlichen Raum braucht und dass wir bestimmen, was im öffentlichen Raum passiert und wie wir ihn nutzen können. Ist er dafür da, dass er eben andere ausgrenzt, nämlich die nicht das Geld für den Konsum haben, oder versuchen wir nutzungsoffene Räume zu schaffen mit einer hohen Adaptierbarkeit, die es eben auch ermöglichen, dass wir uns dort in dem Freiraum aufhalten können. Ich habe von der Tendenz der Überwachung habe ich schon gesprochen, Sie haben es bei der Heiland gesehen, die Videokamera. Das Bild, was ich Ihnen jetzt zeige, ist ein Bild von einer Organisation, Surveillance Under Surveillance, die eben eine Organisation, deren Nutzer im Videokameras im öffentlichen Raum eintragen können. Das ist so eine Open Maps Applikation. Dort kann man eben Kameras eintragen, die im öffentlichen Raum sind. Und das Bild, was ich Ihnen zeige, ist von La Défense, ein Bürodistrikt in Paris. Und wir können dort sehen, dass dieser ganze Raum, dieser ganze öffentliche Raum eigentlich über diese roten Kreise bedeckt. Das heißt, man kann sich dort eigentlich nicht mehr aufhalten, ohne nicht auch videoüberwacht zu sein. Die unterschiedlichen farbigen Flächen, das sind die unterschiedlichen Kameras und diese runden Kreise sind eben immer wieder diese Blickwinkel. Das heißt, unser neuer öffentlicher Raum, das hat vielleicht irgendwann auch etwas mit der neuen Mobilisierung zu tun, ist öffentlich überwacht oder ist überwacht. Aber er ist nicht nur überwacht, sondern er ist häufig auch gar nicht mehr in unserer Hand. Also eine Karte aus London, die eben diese Fake Open Spaces, also die schaut, das sind offene öffentliche Räume, die auch so als öffentliche Räume in der Stadt wahrgenommen werden, die aber in Wirklichkeit eben in private Hand sind. Das ist zum Beispiel so die City Hall, wenn ich die besuche, dann muss ich über einen Platz gehen, der eben dem Staat Katar gehört. Wollen wir das? Wollen wir unsere öffentlichen Räume privatisieren, dass sie letztlich dann auch in ihrem Zugang reglementiert werden können? Wir selbst als Büro haben das Athletendorf für die Olympischen Spiele 2012 in London bauen dürfen und dort haben wir einen ganzen Stadtteil neu bauen dürfen, eben für diese Athleten. Es sind 500 Wohnungen gewesen und wir haben im Sinne einer europäischen Stadt diesen Stadtteil entworfen. Also was macht die europäische Stadt aus? Sie hat Plätze, sie hat Straßen, sie hat Vorzonen, sie hat Parks. Und auch hier ist es so gewesen, dass natürlich das Ganze erstmal in dem Gedanken der europäischen Stadt gebaut wurde. Aber in Wirklichkeit sind es nach der Nachnutzung der Olympischen Spiele privatisierte Freiräume gewesen. Das heißt, wenn wir heute dort sind, weiß ich nicht, ob ich morgen weggewiesen werde, weil letztlich das Recht, diese Räume zu benutzen, die ja zeigen, ich bin öffentlich aufgrund ihres Charakters, auch aufgrund unseres Gedächtnisses, wie wir Freiräume wahrnehmen, haben einfach neu eine ganz andere Zugangsberechtigung. Eben, res publica. Es ist eine öffentliche Sache. Es ist eine Sache, die uns alle etwas angeht. Und wenn wir zurückschauen, wie eben dieser Begriff des Freiraums entstanden ist und wo wir ihn finden, dann hilft uns ein ganz alter Plan, und zwar der Nolli-Plan von 1748 in Rom, der eigentlich so als erster Schwarzplan gehandelt wird. Also ein Plan, in dem man eingetragen hat, was sind eigentlich gebaute Flächen und dann, wie ich es vorhin gesagt habe, als Negativfigur, was sind die Freiräume in einer Stadt. Und das Spannende ist, wenn man diesen Nolli-Plan nimmt,
und den gegenüberlegt, dann sieht man links eben den Nolli-Plan, Piazza del Popolo, und rechts den Schwarzplan in unserer heutigen, des heutigen Roms, also 2012. Und wenn Sie jetzt genauer hinschauen und versuchen, sich so ein bisschen zu orientieren, was fällt Ihnen dann auf? Die Kirchen sind weiß. Das heißt, damals unter Nolli sind die Kirchen öffentliche Räume gewesen. Ich bin letztens in Dresden gewesen nach einem Wettbewerb, Präsentation, und habe gedacht, jetzt gucke ich mir mal die Frauenkirche an. Nach 20 Uhr, keine Chance. Die Kirchen heute sind zu. Und daran merken wir, dass Freiraum in der Stadt immer wieder auch einer Veränderung unterliegt. Die Kirchen sind früher öffentlicher Raum gewesen, ein Zufluchtsort gewesen. Heute sind sie es nicht mehr. Heute ist es nicht mehr die Kleiderordnung, die mir verhindert, dort hineinzugehen, sondern heute sind es zum Teil Sicherheitsbedenken, die eben diese Kirchen dann einfach schließen. Und das ist ganz, ganz wichtig, das müssen Sie bedenken, dass wenn wir diese Debatte nicht führen, was wir im öffentlichen Raum wollen, dann wird er immer stärker privatisiert, er wird immer stärker eingegrenzt. Und das ist ja letztlich etwas, was uns angeht, ein Freiraum für uns in der Stadt. Was heißt das also, Freiraum für uns als Landschaftsarchitekten? Ich hatte Sie vorhin gefragt, Sie müssen Ihre eigene Position finden. Sie können es erahnen, wenn Sie sehen, welche Tendenzen ich aufgezeigt habe. Also für uns müssen Freiräume sein, ich muss mich erstens darin wohlfühlen. Und er muss für alle gleichmäßig zugänglich sein. Was heißt das? Also 24 Stunden, 365 Tage muss ich mich in einem Freiraum bewegen können. Ich möchte dabei nicht videoüberwacht sein, weil das reglementiert die Zugänglichkeit. Wenn es videoüberwacht ist, gibt es viele Leute, die dadurch ausgegrenzt werden. Ein ganz, ganz wichtiges Element, das hat uns auch, das sehen wir auch, wenn wir auf so einen Plan wie Nolli schauen, dann ist es das Wasser in der Stadt. Früher hat jeder Platz einen Brunnen gehabt. Das ist ganz stark auch im Gedächtnis der Menschen verankert gewesen. Ich habe einen Zugang zu Trinkwasser gehabt. Und wenn wir heute darüber reden, wie das Klima sich in unseren Ländern verändert und auch gerade wir in der Schweiz, die ja so als Wasserschloss Europa gelten, dann ist Trinkwasser und der Zugang zu Trinkwasser eine ganz, ganz wichtige Ressource und das sollten wir ernst nehmen. Denn in unseren heutigen Städten ist es so, dass es nicht mehr daran steht, also dass ich nicht mehr an einem Brunnen trinken kann, weil dort überall steht, es ist kein Trinkwasser mehr. Und das Letzte, was ganz, ganz wichtig ist, das ist eben, dass ich mich hinsetzen kann, ohne dass ich zum Konsum gezwungen werde. Auch das ist etwas Wichtiges und auch das ist etwas, was eben die Freiräume damals im Rom und dann auch später ausgemacht haben, dass ich mich auf diesem Platz bewegen kann, dass ich mich dort hinsetzen kann, dass ich eine Aufenthaltsqualität habe und dort verweilen kann. Ich habe es gesagt, das Trinkwasser ist etwas ganz, ganz Wichtiges und man kann schon sagen, das ist vielleicht eine sehr Schweizer oder Zürcher Perspektive. Dort sehen Sie einen Plan, das sind die 1200 Brunnen in der Stadt Zürich und diese 1200 Brunnen werden, wie auch die 80 Notbrunnen, zum Teil eben aus einem ganz eigenen Netz gespeist. Die 80 Notbrunnen, die werden aus einer Quellwasserfassung gespeist. Das ist nämlich im Falle, dass das Seewasser verunreinigt ist, eben trotzdem für alle auf den Plätzen eben Zugang zu sauberem Trinkwasser gibt. Und das andere, das ist das, was ich Ihnen erzählt habe mit diesen Sitzmöglichkeiten ohne Konsumzwang. Das ist ein Bild aus der Zürcher Bahnhofshalle. Sie müssen sich das vorstellen, das ist die große Bahnhofshalle. Man hat irgendwann die Gleise aus der Halle nach vorne verlegt. Und diese Bahnhofshalle ist eben auch ein öffentlicher Raum. Ich kann mich dort bewegen. Die Türen sind 365 Tage, 24 Stunden lang offen. Aber wenn ich mich in diesem Bahnhof bewege, der mittlerweile darunter nur noch ein einziges Shopping-Mall ist, dann gibt es eben genau das nicht. Es gibt kaum Bänke, auf denen ich mich hinsetzen kann. Es gibt genau zwei in der großen Wartehalle. Und wenn man da drunter schaut, in die Tiefgeschosse, findet man auch kaum welche. Es sind insgesamt 8 auf dem oberen Bild und dann unten 2 Installationen von 2 verschiedenen Kaufhäusern, die eben Sitzmöglichkeiten in diese Bereiche geschaffen haben. Das heißt, ich kann mich an so einem Ort wie an diesem Bahnhof eigentlich nirgends hinsetzen, ohne dass ich etwas konsumiere. All das, was uns wichtig ist,
Das haben wir vorhin gehört, da braucht es diese Debatte. Und diese Debatte, die sollten wir auf Augenhöhe führen. Und dazu gehört es, dass wir das interdisziplinär denken. Also gerade heute haben wir ganz unterschiedliche Ansatzpunkte erfahren dürfen. Und die sind teilweise auch sicherlich kontrovers zu diskutieren. Aber es ist ganz wichtig, dass Sie sich selbst mündig machen und diese Debatte führen. Und ich finde es noch spannend, wie wir das vorher gehört haben, auch als der Oberbürgermeister es gesagt hat, es geht nicht immer nur darum zu kritisieren, sondern wirklich auch zu schauen, den anderen ernst zu nehmen und diese Debatte auf Augenhöhe zu führen. Wenn wir diese Debatte führen, dann gibt es einfach 5 ganz, ganz wichtige Fragen. Nämlich diese ganz klassischen W-Fragen. Also wer benutzt diese Freiräume? Was erwartet er dort an diesem Freiraum? Wann wird er dort sein? Weil das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wenn wir Freiräume planen, da gibt es Freiräume, die sehr zentral sind. Die werden nur in der Mittagspause genutzt. Andere, die etwas weiter außerhalb der Stadt sind, die werden am Wochenende genutzt. Also auch dabei eben wirklich zu schauen, woher kommen die Menschen, die dort sind und wodurch schaffe ich es, dass ich eine Qualität in diesen Freiräumen habe. Bei der Nutzung unserer öffentlichen Räume ist Zentralität etwas ganz Entscheidendes. Das heißt, in der Dichte der Stadt ist die Nutzung auf den Freiraum umso größer, je zentraler ein Freiraum ist. Aber auch die Aneignung ist wichtig. Also wie kann ich mir einen Platz aneignen? Ist er adaptierbar? Ist er nutzungsoffen? Eben die Zugänglichkeit über die Sprachen wäre schon. Und etwas ganz, ganz Wichtiges, wie findet die Interaktion auf diesem Platz selbst statt? Ich zeige Ihnen jetzt im Anschluss ein paar Projekte aus dem Büro, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass diese Freiräume eben nicht sehr überinterpretiert und überdesignt sind, sondern dass man versucht, robuste Rahmenbedingungen zu schaffen, die es uns möglich machen, in diesem Ort auch zu verweilen und eine Atmosphäre zu haben. Das erste ist das Schweizer Landesmuseum in Zürich. Das Bild zeigt die 2 Flüsse, der eine, der saubere, das ist der aus dem Zürichsee kommt und dann die Sihl, das ist der Fluss, der aus der Landschaft kommt. Der ist nicht deshalb schmutzig, weil das ein schmutziger Fluss ist, sondern der ist einfach schmutzig, weil ich die Landschaft dort spüre und das Wetter spüre. Es hat nämlich einen starken Regen gegeben und dann ist die Sihl, die sehr viel langsamer fließt, die bringt eben diese ganzen Verunreinigung durch, eben durch den Regen, also der dort eingespült ist, eben langsam in die Stadt und die linke Seite, die Limmat, die kommt aus dem See und ist deshalb klar. Aber ich zeige Ihnen das Bild nicht, um Ihnen das zu erklären, also das, wie ich das Wetter in der Stadt sehen kann, sondern ich zeige es Ihnen, weil Sie dort eben das große Infrastrukturbauwerk ganz rechts oben im Bild sehen, das ist der Bahnhof und dann diese Insel zwischen diesen beiden Flüssen mit dem Landesmuseum an seiner Spitze. Der Platz selbst ist vor diesem Bahnhof, von dem wir sprachen, dass er eigentlich keine Sitzmöglichkeiten hat und fungiert heute wirklich als eine Art Bahnhofsplatz. Also dieser Kopfbahnhof, wie in vielen Städten, ist eben wirklich in die Stadt hineingebaut und hat in dem Sinne gar keinen klassischen Vorplatz. Und mit dem Landesmuseum haben wir versucht, eben wirklich einen Platz in der Stadt zu schaffen. Und Sie können es sehen, es hat eine leichte Topografie, es hat lange Bäcke, die den Weg eben einfassen, auf dem ich mich hinsetzen kann. Und wenn man dort, wir haben unser Büro direkt um die Ecke, um die Mittagszeit vorbeigeht, dann sind diese Bänke voll von ganz unterschiedlichen Menschen, von Leuten, die dort warten, weil sie Pendler sind, oder aber auch von denen, die ihre Mittagspause dort genießen. Man sieht eben, die Wegeführung ist sehr stark auf dem Bahnhof ausgerichtet, aber auf der anderen Seite orientiert sie sich dann auch eben zu dem angrenzenden Park. Und dabei ist ganz wichtig, dass uns immer auch wieder bewusst ist, wo fangen öffentliche Räume an, wo befinden sich private Räume. Das ist ein ganz großes Missverständnis, wenn von halböffentlichen Räumen gesprochen wird. Halböffentliche Räume gibt es nicht. Entweder sind die Räume öffentlich oder sie sind privat. Es gibt ja auch nicht halb voll in dem Sinne. Also entweder
Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich versuchen zu differenzieren. Und differenzieren können wir dadurch, ob etwas privat oder ob etwas öffentlich ist, indem wir die Gestaltung verändern. Und hier zum Beispiel hat man diese Grenze nicht dadurch signalisiert, dass man einen Zaun gebaut hat oder eine Hecke gepflanzt hat, sondern man hat ein Wasserbecken eben zwischen diese beiden Orte gelegt. Und der Vorteil dieses Wasserbeckens ist das, dass es zum einen eben das Licht einfängt und Licht dort hinunterbringt, zum anderen als Element für das Kinderspiel dient und somit eben auch ganz viele Bedürfnisse, die wir an den Raum haben, mit aufgreifen kann. Ein anderes Beispiel, das habe ich vor dem Vortrag noch ganz, ganz schnell eingeführt, weil jemand was von freier Bestuhlung gesprochen hat, die bei Ihnen in der Stadt diskutiert wurde. Und deswegen dachte ich, ich zeige Ihnen noch ein Beispiel mit freier Bestuhlung. Etwas, von dem wir als Büro sehr begeistert sind, weil wir immer wieder auch feststellen können, auch auf dem Wechselleutenplatz, den ich Ihnen gezeigt habe, sind in der ganzen Zeit nur 8 Stühle geklaut worden. Das gleiche Erlebnis haben wir im Festspielhaus in Bregenz gehabt, auch einem großen Platz in der Stadt, wo wir mit der freien Bestuhlung operiert haben und eigentlich kaum Verluste der Bestuhlung selbst erfahren durften. Der Platz selbst, eben das große Festspielhaus, ist ein großer Platz aufgespannt. Ich erzähle jetzt nicht so sehr viel über die Gestaltung. Ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, es ist ein großer offener Raum, der eben zwischen diesen Gebäuden aufgespannt, eine riesengroße Fläche. Warum ist diese Fläche so groß? Es ist deshalb, weil dort immer die Festspiele stattfinden und einmal im Jahr über 4 Wochen einfach dieser Platz voll ist. Dieser Platz eine Nutzung hat, die sehr, sehr intensiv ist. Aber die Fläche ist so nutzungsoffen, dass die ganze Zeit sonst, wenn diese Festspiele nicht sind, trotzdem eben eine Nutzung stattfinden kann. In der Mitte gibt es eine große Wasserfläche. Sie sehen die freie Bestuhlung drumherum. Und diese Wasserfläche, das ist eigentlich nur eine Pfütze auf dem Platz, aber sie führt dazu, dass eben auch wieder ganz viele Kinder auf diesem Platz spielen. Sie sehen es, die Stühle sind dann drumherum an solchen Tagen, wo man mit Kindern dort ist. Oder aber an sehr sonnigen Tagen, wo man mehr den Schatten sucht, findet man die Stühle an den Baumgruppen am Rande dieses Platzes. Die Baumkante dieses Platzes ist letztlich auch die zweite Kante, die eben dort fehlt, weil die Bebauung viel zu gering an der Stelle ist. Der Platz selbst ist am See, er hat ganz, ganz wenige Elemente. Es ist der Belag, der referenziert auf die Landschaft und auf den See. Es sind eben die Bäume, die freie Bestuhlung und eben das Wasserbecken. Und durch die Wahl der Bäume haben wir über die Jahreszeiten ein ganz unterschiedliches Bild und wir haben immer wieder ein neues Erlebnis, wenn wir an diesen Ort kommen. In der Stadt selbst gibt es einen zweiten Platz, den Kornmarktplatz. Der operiert jetzt eben mit dem Sitzen auf mit einer anderen Figur. Es ist ein Platz oder es ist mehr eine Wegeverbindung in der Stadt. Und man hat versucht, eben über einen einheitlichen Belag eben diese ganz unterschiedlichen Räume, die vorher partialisiert waren, die privatisiert waren, eben zusammenzufassen und die Bestandsbäume eben in Gruppen zu ordnen und mit Sitzbänken einzufassen, um wieder Räume zu schaffen, die eben zwischen den Gebäuden aufgespannt sind, in denen ich mich aufhalten kann. Schatten ist etwas ganz, ganz Wichtiges in der Stadt und wenn ich auf den Platz vor dem Rathaus schaue, dann sehen wir, dass die Bäume so ein bisschen wie beschämt am Rand stehen, damit möglichst die Platzfläche ganz, ganz weit und ganz, ganz offen ist und dass sich keiner gestört wird an dem vielen Laub, was dort fällt. Aber ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch wichtig, wenn wir über Freiräume sprechen. Natürlich bedeuten Freiräume auch Arbeit in der Stadt. Natürlich fällt das Laub hinunter, aber man muss ja vielleicht auch nicht unbedingt auf das Negative fokussieren, sondern eben auf das Positive. Sie spenden uns Schatten, sie machen unsere Räume atmosphärisch erlebbar, wirksam. Wir können die Jahreszeiten dort spüren und klimatisch verändern sie und tragen positiv dazu bei, dass unsere Städte lebhaft sind. Man kann das hier sehen, neben diese Sitzbänke, die dort am Rand sind, die dazu auch einladen, dass ich mich dort hinsetzen kann, die aber auch die Bewegungsströme auf diesem Platz oder auf dieser Bewegungsfläche mich daran orientieren kann. Und diese Sitzbank selbst ist eine Bank, die haben wir in der Elisabethenanlage in Basel entwickelt, einen Platz direkt am Bahnhof. Sie können das ein bisschen auf dem Bild sehen. Es sind wie einzelne Stühle, die zusammengefasst sind zu einer langen Bank.
Der Vorteil ist, man kann sie ins Gefälle setzen, weil es natürlich immer das Problem, wenn man eine lange Bank macht und man hat nur ein bisschen Gefälle, dann steht sie dort hinten ganz hoch und dort unten ist sie für kleine Kinder. Das mag ja ein schönes gestalterisches Element sein, aber es ist häufig auf einem Platz nicht so ganz hilfreich. Und das Spannende an dieser Bank, und das ist das, was ich Ihnen versucht habe vorhin zu erklären, dass es so wichtig ist, dass niemand ausgegrenzt wird. Natürlich gibt es auf so einem Platz wie in der Schweiz gesagt wird, Randständige oder Obdachlose. Und gerade in so einer Anlage wie dort, in der Elisabethenanlage in Basel, hat es sehr, sehr viele davon. Und wenn man am Tag durch diese Anlage geht, dann sieht man, sie sitzen auf den Bänken. Und sie sitzen einzeln dort in großen Abständen. Aber sobald die Mittagspause und all die Banken drumherum ihre Mittagspause haben, sind diese Bänke eben auch voll. Also der Vorteil der langen Bank ist das, man kommt zusammen. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, wenn einer auf einer Bank sitzt und es hat zwei Plätze, dann ist es mir fast zu intim, mich dazuzusetzen. Ich müsste mich ja vielleicht unterhalten. Auf einer langen Bank kommt die Unterhaltung ganz automatisch. Je mehr Leute kommen, desto stärker rückt man zueinander und vielleicht kommt man dann auch ins Gespräch. Das letzte Beispiel, was ich Ihnen zeige, ist der Kurt-Hakenberg-Platz in Köln, ein Platz, den wir letztes Jahr fertiggestellt haben. Und dieser Platz ist zu einer Herzensangelegenheit geworden, weil wir nämlich dieses Thema des freien Zugangs zum Trinkwasser versucht haben, dort zu entwickeln und gar nicht gewusst haben, wie schwierig das überhaupt in Deutschland ist und wie groß die Angst eben vor fließendem Trinkwasser auf den Plätzen selbst ist. Der Platz selbst ist direkt am Kölner Dom, Sie können ihn dort im Hintergrund sehen, ist eigentlich eine Restfigur in der Stadt, die vorher mehr, ich glaube, es ist ein Parkplatz vorher gewesen, liegt auch ein bisschen tiefer als die Domplatte. Und es ging darum, für diesen Platz eine neue Gestaltung zu entwickeln. Auch hier haben wir das Bild der langen Bank anders umgesetzt oder neu interpretiert. Sie können es im Hintergrund sehen. Es sind Steinquader, die so zueinander gesetzt wurden, dass man darauf dann sitzen kann. An dieser Figur haben wir, glaube ich, gefühlt 100 Varianten gemacht, weil auch da wieder das Problem war, es durfte nicht zu bequem sein, sonst könnte ja ein Obdachloser darauf liegen. Es sollte aber trotzdem einladend sein. Es ging darum, dass es nicht lang genug sein durfte. Es war auch da ganz stark getrieben, der Entwurf vor den Ängsten, die man haben könnte, was auf so einem Platz passieren könnte. Aber das Zentrale ist dieser kleine Brunnen, der, das muss ich anfügen, vom Rechnungshof gerügt wurde, weil er viel zu teuer geworden ist. Aber eigentlich ist dieser Brunnen etwas ganz Besonderes eben. Es ist einer der ganz wenigen Brunnen, wo man Wasser trinken kann. Also in der Stadt Köln gibt es eigentlich sonst keinen Brunnen, wo man in der Stadt eben wirklich Trinkwasser beziehen kann. Und wir durften ihn auch erst wirklich benutzen in dem Moment, wo wir hingeschrieben haben, es ist Trinkwasser. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Es ist doch selbstverständlich, dass wenn Wasser in der Stadt zugänglich ist, dass es sich um Trinkwasser handelt. Ich muss ja anschreiben, wenn es keins ist. Aber hier ist es wirklich so gewesen, ich musste es anschreiben, dass es welches ist, weil es so besonders war und es hatte ja nun auch so viel Geld gekostet, dann sollte auch jeder davon Nutzen haben. Das ist natürlich auch wieder so ein Gestaltungselement gewesen, das dadurch getrieben wurde, wie gehe ich eigentlich damit um, dass da Wasser läuft. Das muss ja stetig laufen, sonst kann ich es nicht als Trinkwasser in der Stadt nutzen. Und das dann ja nicht genutzt wird. Also ich schalte es ja nicht an, sondern es läuft dauerhaft. Und Sie können das sehen, unten hat es so einen Schacht und darunter unter diesem Schacht hat es einen ganz großen Hohlraum und in diesem Hohlraum sind Musikinstrumente. Und so ist es dazu gekommen, dass eben das Wasser auch eine Musik, einen Ton macht, wenn es dann eben auf diese Akustikelemente stößt. Und das kann ich dann, meine Kinder haben es ausprobiert, eben auch hören. Sie sehen, das eine ist das Höre, ich höre dort das Wasser und an der anderen Stelle kann ich trinken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Debatte im Anschluss. So, Frau Pragebusch, bleiben Sie bitte gleich hier, Sie dürfen nicht weggehen. Frau Pragebusch hat im Vorfeld etwas gewitzelt, als ich hier die Reihenfolge des Abends erklärt habe. Ja, zum Schluss kommen die Frauen und die haben das bisschen, dann, die dürfen dann das mit dem Grün machen.
man kann es auch umdrehen, einfach uminterpretieren und sagen, kommen Sie ruhig ein bisschen weiter raus, dass man uns sieht und sagen, das Beste zum Schluss. Ich habe nämlich auf Ihrer Homepage einen Satz gefunden, den ich schon sehr interessant finde. Seit jeher prägt die Geologie eines Ortes die Architektur und den öffentlichen Raum. Das ist ein banaler Satz, der aber, glaube ich, relativ viel Inhalt hat. Wird denn aus Ihrer Sicht der öffentliche Raum, der bislang ja im Grunde nur Verfügungsfläche für Autoverkehr ist, hat er in der derzeitigen Debatte die Wichtigkeit, die ihm zusteht? Also ich glaube, das ist ja ein ganz junges Phänomen, dass er nur für die Mobilität da ist. Also ich habe das versucht, eben an diesem Nordi-Plan zu erklären. Also die Städte, also der öffentliche Raum hat in den Städten eine ganz andere Bedeutung gehabt. Der ist einfach mit der aufkommenden Mobilität einfach umgedeutet worden. Und wie wir heute erfahren haben, haben wir die große Chance, ihn wieder zurückzudeuten. Ich denke, was mit der Geologie, das habe ich versucht, anfänglich nochmal aufzugreifen. Was eine Stadt besonders macht, das ist ihre Ausgestaltung. Also wenn wir Städte wie Paris anschauen, dann redet man von der Stadt des Lichtes. Das hat was mit dem Sandstein zu tun, der in dieser Stadt verwandt wurde. Und dieser Sandstein kommt aus dieser Umgebung. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir mit regionalen Materialien operieren, dass es nicht darum geht, dass diese Fläche fetzig rot oder blau ist, sondern es geht darum, mit den Materialien zu operieren, die unsere Städte gebaut haben, die unsere Städte ausgemacht haben. Und das ist ein großes Statement, eben wirklich damit mit regionalen Materialien zu operieren und nicht den Naturstein aus irgendwo herzubekommen. Daher kommt es. Wunderbar.